Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ready Player 2, heute mit Feline und mir. Yes, hallo, 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 hallo. Hallo. Feline ist da, ich bin da, dieses Messer ist da und wir haben Post bekommen. Wir haben uns riesig gefreut, wir haben schon, wir wollen das einmal kurz mit euch auspacken, wenn wir spielen gleich weiter, wir sind gleich im Spiel, aber es hat ein bisschen damit zu tun, wir haben eine Nachricht bekommen im Forum von dem lieben Esco, dass die Mods sich Gedanken gemacht haben, weil wir doch erzählt haben, dass dieser ganze Slot, der ist eigentlich daraus entstanden, also dass Feline und ich hier sitzen, daraus, dass wir eigentlich Bock hatten, Barbies zauberhafte Pferdewelt mal wieder zu spielen. Und dann haben wir rausgefunden, beziehungsweise haben da nicht so lange drüber nachgedacht, es war eine recht spontane Idee und dann ist uns aufgefallen, ja gut, das kriegst du aber gar nicht so schnell, weil auf Steam schwierig. Ja, ja und dann hat uns doch letzte Woche, glaube ich, die Nachricht erreicht, dass dieses Paket auf dem Weg ist und ich will gar nicht so lange schnacken, sondern ich will da jetzt eigentlich reingucken, sonst hätte ich dir das jetzt in die Hand gedrückt. Aber nee, mach du das mal. Ich mach das jetzt mal auf und wir gucken bitte mal, was da wehtun. Wir haben nämlich keine Ahnung, was da drin ist. Oh, wir haben sogar noch mehr Jesus. Kameras. Und ich, ach, oh, nö, bitte Joko. Nicht, ey. So. Ja gut, Sarah, vielleicht. Ich hab's gleich, kein Problem. Alles gar kein. Ich bin so froh, dass da so ein Schutzdings zwischen uns ist, ehrlich gesagt. Achso, ich habe kurz überlegt, ob man das zeigen darf. Aber nee, da ist kein Absender drauf in dem. Nee. So. So, jetzt wird's spannend. So. Nee, es ist gar nichts. Hallo. Lüge, wir können das es ist nichts gut. passiert. Leute, ich bin gelernte Arzthelferin. Wenn Sarah sich wehtut, weiß ich vor. Ich geht sehe schon es jetzt schon. Es ist jetzt schon fantastisch. Ich sehe das erste Spiel und ich raste schon direkt aus. Wir haben tatsächlich Barbies Pferdeabenteuer. Ich flippe aus. Wir haben Wendy Rettung für Sterne. Das hatte ich auch. Wirklich? Ja. Vielleicht ist da doch noch. Da haben wir was ich auch schon immer noch zu Hause stehen habe. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Mehr Wendy. Ich flippe aus. Es ist ein Turnier mit Hindernissen. Was, ist das nicht bei Pferdeturnieren so es gibt, sinnvoll? Oh Gott. Wow, Sarah. Wow, Sarah, ciao. Okay, gut. Da haben wir den witzigsten Gag der Folge, haben wir schon direkt am Anfang gemacht. Aber hier ist auch noch TKKG und ich hatte tatsächlich als Kind auch von TKKG Computerspiele. Ich weiß nur nicht mehr welche. Wir haben noch auf irgendwas mit einem Schokoladenabenteuer gewartet. Ja, ich hatte nämlich TKKG irgendwie und die Schokoladenfabrik oder irgendwie sowas, der Schokoladendieb. Und da war ich noch viel zu jung und habe es nie länger geschafft, als 15 Minuten zu spielen, weil ich nicht gecheckt habe, was ich machen muss. Stein der Weisen. Oh, das habe ich auch sehr gern gespielt, Jesus. Und wir haben noch weitere TKKG-Abenteuer. Vielen, vielen Dank. Mega nice. Ihr lieben Menschen aus dem Forum. Nice. Wir gucken, wie wir jetzt aus diesem, und hier ist die Überleitung, wie wir hier rauskommen aus diesem geheimnisvollen Kerker, in dem wir uns eigentlich immer noch befinden, damit wir uns in Zukunft hoffentlich einem oder mehreren Dingen aus dieser Kiste widmen können. Vielen, vielen, vielen Dank. Mega gut. Es war so schon schön, nach Wochen mal wieder hier reinzukommen, aber das macht's noch ein bisschen schöner. So. Und ihr habt euch alle auf Rätsel-Action gefreut, deswegen seid ihr hoffentlich da, wir auch. Das wird fantastisch. Wie die letzten Male. Deswegen starten wir doch da jetzt gleich rein. Sagen. Für alle, die es verpasst haben bis hierhin und jetzt gerade vielleicht noch von dem vorigen Programm da sind und sich fragen, was zum Teufel, wer sind die und was machen die hier? wir sind hier, weil wir zusammen in diesem Kerker eingeschlossen sind. Beziehungsweise gar nicht so genau zusammen, denn wir sind an verschiedenen Orten, wir sehen verschiedene Dinge und kommen aber nur aus diesem Ding raus, wenn wir uns gegenseitig helfen und beschreiben, was wir sehen. Weil ihr seht beide Bildschirme, wir aber nicht. Und genau. Mehr will ich gar nicht labern, deswegen, ich bin bereit. Genau, und wie immer, bin ich auch bereit? Hat das geklappt? Weiß ich nicht. Ja, doch, bin auch bereit, drück auf. Ja. Wie immer werden so super krasse Spoiler echt ein bisschen doof. Ja, wenn wir, wie das manchmal passiert, eine halbe Stunde an derselben Stelle hängen, uns wirklich obviously nicht schaffen, fragen wir vielleicht nach Hilfe, damit das hier auch mal ein bisschen vorangeht. Genau. Aber wir haben uns ja schon durch den kompletten ersten Teil gerätselt. Genau. Wir werden das jetzt auch noch hier schaffen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also, das ist der Raum, den wir letztes Mal gerade noch betreten haben, aber wir haben uns hier noch nicht umgeguckt. Also zumindest ich nicht. Nee, ich bin auch nicht. Willst du irgendjemand lacht hier.
Oh nö, bei mir lacht keiner. Es war so ein richtig schönes Horror. Ich will nichts mehr spielen. Also, ich erzähle dir mal kurz, was hier abgeht. In meinem Raum, der ist recht groß und in der Mitte ist wieder so ein mit so kleinen Quadraten. Wie, erinnerst du dich im ersten Teil, wo wir da drüber mussten mit dem zwei Schritte nach Norden ja, und Luftsibla? Ja. So ist hier wieder so ein ja, wie eine Art Schachbrett, aber halt einfarbig. Und am Ende davon ist die Tür, also ist eine Tür, darüber ist ein Wappen. Aber generell ist der Raum noch ein bisschen größer und ich habe noch keinerlei Hinweis, wie ich da jetzt durchkomme. Und ich glaube, ich sterbe, wenn ich da drauf steige. Probier's doch mal aus. Willst du mich direkt wieder loswerden? Nein, natürlich nicht. Ich laufe aber einmal hier im Raum noch rum und gucke, ob hier noch was anderes passiert oder ist. Hier sind nämlich noch mehr Türen. Und ein Buch. Ich habe ein Buch. Aber ich kann es nicht. Okay, ansonsten kann ich dir gerne mal beschreiben, was ich sehe, weil du das gesagt hast mit den ganzen Quadraten auf dem Boden. Ich habe eine kleine Burg oder ein kleines Häuschen mit so zwei Türmchen. Und vor dem ist nämlich... Entschuldigung, nochmal, ich war abgelenkt. Ich habe nämlich gerade... Ich habe eine Tür geöffnet, dahinter ist ein riesiges Buch und auf dem Buch steht mit Blutschrift oder halt mit Rot, what have I done? Deswegen war ich gerade ein bisschen... Das ist sehr beruhigend auf jeden Fall. Also ich habe vor mir ein kleines, wie so ein Puppenhaus mit zwei Türmchen, links und rechts. Und vor dem ist nämlich genau so ein Feld mit so vier Ecken. Also so wie du das gerade beschrieben hast, halt in Miniatur quasi. Okay, weil am Ende von meinen vier Ecken, diese Tür, die ist nämlich an, wie sieht aus wie so ein Hexenhäuschen oder genau, so eine Burg oder sowas. Genau, richtig. Ich habe auch einen rot leuchtenden Hebel, das ist auch immer sehr gut, sowas zu haben. Habe ich auch. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das Deko ist, habe ich einen Tisch, auf dem liegt ein Buch mit zwei überkreuzten Schwertern, ein Kelch, ein Schwert mit ganz vielen Zacken, das bestimmt auch einen Namen hat, den ich nicht kenne, und ein aufgeschlagenes Buch. Ich kann davon aber nichts nehmen. Was ist nochmal Walkie-Talkie-F? Ja, aber das musst du ja nicht. Nee, aber das ist bei mir die ganze Zeit ausgerüstet. Ach so, bei mir auch. Kann man das wegmachen? Nee, kann man scheinbar nicht. Genau. Ansonsten habe ich drei Türen und geradeaus ist bei mir nur so ein Erker mit drei so bunt, mit so Fenstern, wie so Kirchenfenster. Mit drei Motiven drauf, auf dem ersten, das ist zweigeteilt, da ist oben ein sehr böse schauender König und unten ist eine Frau, die ist erstochen und hat die Hand so auf dem Bauch. Warte mal, bei mir sind nämlich auch diese Dinger und die kann man auch, wenn man drüber geht mit der Maus, mit denen kann man interagieren. Ist das bei dir auch so? Weißt du, dass die, es wird doch größer, dieser... Ja, also ich kann es aber halt nur größer, ich kann es nur größer angucken. Ah, okay, warte mal. Wie komme ich denn da wieder raus? Bin ich dumm? Oh, ich kann es wegnehmen. Okay, ich hänge hier gerade jetzt in dem... Sarah, ich bin blöd. Wie komme ich aus diesem... Komm ich hier? Ups, hier weg? Ich hab's kaputt. Oh, das hätte ich nicht... Oh. Mit Escape, okay. Was hast du gemacht? Ich hab's vielleicht auseinandergebaut. Ja, also, das ist auch so zweigeteilt, ne? Da ist oben in so... Ist bei dir oben Platz für was und unten Platz für was? Oder wie ist das? Mhm, also, das sind drei Teile. Oben ist der König. Ja. Dann in der Mitte ist die Frau und unten ist noch so ein Rest. Und ich kann die einzelnen Teile rausnehmen und wahrscheinlich in eine andere Reihenfolge bringen. Dann, wenn du davor... Dann fange ich jetzt einfach mal an. Wenn du davor stehst, das linke Fenster. Ja. Da ist oben ein sehr böse schauender König. Ja, nee, bei mir ist da ein Ritter. Ja gut, kannst du den Ritter rausnehmen und den König reintun? Der böse schauende König? Ja. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht... Es sieht ein bisschen aus... Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Gregor. Ja, oder Alvin. Stimmt. Was wolltest du sagen? Gregor wollte ich sagen. Oh. Ja, vielleicht... Aber das Problem ist, ich kann den hochheben, aber ich kann den da nicht wieder einbauen, glaube ich. Also ich kann immer mehr ausbauen, aber... Okay, kannst du irgendwas in diese... Kannst du da irgendwas reintun? Wo kann ich es denn? Oder kannst du es nur tauschen vielleicht? Nee. Ich kann es nicht wieder... Also ich kann nicht... Hast du jetzt dann ein leeres Fenster oder wie ist das? Ja, beziehungsweise das, was drin war, spawnt immer wieder nach. Vielleicht musst du es nicht in der... Kannst du das, wenn du nicht das obere, kannst du das... Geht es mit dem mittleren Teil vielleicht? Nee, es geht mit allen nicht so wirklich. Also ich krieg die alle raus. Ja, aber nicht... Aber auch bei allen drei Fenstern, aber ich kann die nicht woanders wieder reintun. Das ist blöd. Weil ich dachte jetzt, ich beschreibe dir, du baust die nach. Vielleicht hat es was mit der anderen Seite. Ich habe ja zweimal drei Fenster. Ich gehe mal auf die andere. Warte mal.
Was? Okay, bei mir hat gerade jemand super creepy, richtig ekelhaft geredet. Ah, ich habe hier auf der linken Seite, habe ich oben den böse schauenden König. Okay, und ist da unten drunter die Frau, die erstochen ist? Mit einem großen Schwert aufgespießt? Nee, die kann ich versuchen rüber zu tun, Zopf. Aber das geht weder. Ah doch, jetzt ging's. Nee, jetzt habe ich da nicht die Frau, sondern jetzt habe ich da den Ritter. Ja, das ist aber doof. Okay, aber ich habe zwei verschiedene Könige, glaube ich. Ach so, weil ich habe... Wie sieht denn der König aus? Also der schaut sehr böse und er hat so ein Mustache und dann so ein Bart in der Mitte und unten so ein Kinnbart. Okay, hat er eine große Krone auf? Er hat eine Krone auf, ja. Hat er so ein graues... Ist er grundsätzlich grau gekleidet und hat graue... Nee, der hat so, ich würde sagen, so Bordeaux. Okay, nee, das ist der andere, denn ich habe zwei von denen. Okay, nee, ich habe zwei Ritter mit so einem Löwenhelm, habe ich zwei, tatsächlich. Okay. Also dann ist das hier der König, den du meintest. Okay, aber zu dem König muss die Frau... Die hat einen langen roten Zopf. Ja. Und ist von einem sehr großen Schwert. Sieht ein bisschen aus wie das von God of War. Langer, roter... Und die hat eine Axt bei God of War. Stimmt, ich meine, was habe ich denn da? Alles gut. Ja, aber dann muss ich darüber. Und die hält so die Hand auf den Bauch. Ja, die Frau mit dem Zopf und dem langen großen Schwert, die kommt rüber zu dem König. Vielleicht geht das ja. Mal schauen. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wo es ein Schwert gibt, das so aussieht. War das Darksiders? Ist auch egal. Ich versuche gerade, das ging doch eben noch. Ich kann es nicht einbauen. Warum nicht? Das ist ja doof. Okay, aber ich schau mal kurz zu dem Buch, ob da noch was drin steht zu dem Thema, weil das sah, ich glaube... Ah, okay, ich habe den Platz gefunden, wo man es einsortieren muss. Okay, perfekt. Du hast drei Fenster insgesamt, genau, richtig? Ja, richtig? Links oben ist der Bordeaux-König. Ja. Okay, Problem gelöst, glaube ich. Ich habe jetzt nämlich eine leere Reihe mit drei von diesen. Ja, okay, gut. Ja, der König ist drin. Drunter muss die Frau mit dem Schwert. Genau. Achso, die war da drüben. Entschuldigung. Du, ich hab's nicht eilig. Ich gehe hier und werde diesmal nicht von einem ekelhaften schwarzen Viech bedroht, das immer näher kommt. Stimmt, das kommt vielleicht wieder. Nee. Da ist die Frau. Was kommt denn unter die Frau? Da ist links und rechts so Äste mit roten Blumen. In der Mitte ist ein Springbrunnen, würde ich es vielleicht nennen. Äste mit roten Blumen. Und so Büsche mit so roten Dingern dran. Okay, da ist kein Springbrunnen. Okay. In der Mitte ist auf jeden Fall ein Springbrunnen. Genau. Der hat so ein blaues, dann sind links und rechts sind zwei helle Büsche mit kleinen, roten Bobbeln und links und rechts sind Bäume. So, ja, so Äste mit so roten Blumen. Ja, mit einem aber auch mit orangenen grünen Hintergrund. Genau, ja. Ja, okay. Nein. Ja, habe ich. Was kommt in die Mitte? Da ist bei mir oben der Ritter mit dem Löwenhelm in Bordeaux. Oder Ritter. Orange oder was das ist, keine Ahnung. Ritter mit dem Löwen. Und der hat einen nicht ganz so langen Bart. Ich habe nämlich einen Ritter mit langem Bart und einen mit einem nicht ganz so langen Bart. Aber in Bordeaux, meine sind beide grau auf der Seite zumindest. Ich gehe mal rüber. Ja, oder so orange eher vielleicht. Also naja, die Haare oder seine Rüstung? Nee, die Rüstung. Die Haare sind hellbraun, würde ich sagen. Also der Bart. Man sieht keine Haare, weil er so ein Löwending auf dem Kopf hat. Ah, hier ist der eine Ritter mit dem orangen. Hat er auf seinem Schulterplatte so, sieht ein bisschen aus wie eine Knoblauchzwiebel, soll das ja eine Blume sein? Ich dachte jetzt an so Schneckenhäuser, aber ja, also so spitze Schneckenhäuser. Was kommt denn drunter? Da liegt einer der ist von Pfeilen aufgespießt und hat so einen Helm mit so Flügeldingern dran. Pfeil. Ja. Mit so Puscheln. Ja, und in seiner, der hat einen Bogen in der einen Hand. Genau, und auf der anderen Schulter hat er so Schwäne. Ja. Schwäne oder Hühnchen? Ja, keine Ahnung, ey. Was ist das? Die rumlachen. Ja, so ein Geflügel. Und unten? Unten ist ein Wald. Also in der Mitte sind kleine Bäumchen und rechts und links sind große Bäume. Hat der unten so ein See? Also ist drunter blau? Nee, braun. Beige. Okay. Es sind insgesamt Eins, zwei, drei, mit diesem... Acht.
Unten sind so beige Hügel quasi. Ja, genau. So in vier geteilt. Ja, genau. Und darüber sind bei einem hellen Hintergrund 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäume. Ja, genau. Okay, das nehme ich. Gut. Dann habe ich noch einen Ritter. Das habe ich mir fast gedacht. Der hat auch einen Löwenkopf auf und hat aber einen längeren Bart und hat die Zwiebeln, Knoblauchdinger sind so rötlich. Mhm. Hat er so eine Blutträne? Ja. Okay. Sieht man sie hier sehr schlecht, aber. Achso, ich kann es natürlich auch einfach anklicken, ich Idiot. Aber er hat eine Blutträne. Ja, ich hätte es die ganze Zeit auch anklicken können, dann wäre es größer. Aber naja, macht ja nichts. Ich will es mir ja auch nicht leichter machen. Nee, warum auch? Warum sollte ich das auch? Wäre ja langweilig. Ja. So, der hier. Ah, der hat auch eine Blutträne. Guckt der von dir aus nach links oder nach rechts? Von mir aus nach rechts. Und er hat einen langen Bart mit hellen Wellen. Und er hat auch wie so eine Macke noch am Auge, wo das Blut runterläuft. Da, wo der Zahn von dem Löwen reinsticht quasi. So sieht es ein bisschen aus. Hä, aber das kann ich nicht rausnehmen. Das ist scheiße. Doch. Okay, aber er guckt nach rechts. Rechts an dir vorbei, ja, quasi. Genau. So, drunter liegt so eine Midsommerfrau mit so einem Dolch. Mhm, also die hat auch so einen grünen Rock an. Genau, mit und so orangene Blumen im Haar und so eine Kette um. Ja. Hey, also Feline, Sie... Ja, Moment mal, noch haben wir es nicht geschafft, ne? Okay. Stimmt, was kommt unten hin? So ein vertrockneter Wald. Sieht ein bisschen aus wie, könnte auch Schnee sein, so ein bisschen weiß noch. Ein vertrockneter Wald, das ist kein vertrockneter Wald. Da ist nix. Andere Seite... Blub, 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 blub. Also die Bäume sind vertrocknet. Obviously. Sind das vier Bäume in der Mitte, die recht gleich aussehen? Ja, genau. Okay. Und rechts und links noch so, die sich so rein dingsen. So, mal gucken, ob hier was passiert. Weil hier sind auch Achtung, so 3, 2, 1. Checkpoint. Hä? Das war ja einfach. Fight for the King. Destroy the enemies. Fight for the King. Destroy the enemies. Ich will keine enemies destroyen. Hallo. Kann ich. Oh, da sind jetzt. Was? Da sind jetzt auf dem Schachbrett quasi. Also, es ist kein Schachbrett. Ja, auf diesem. Da sind. Bei mir ist jetzt voll die Gangs. Oh, bei mir auch. Sachen erschienen. Aber ich will noch kurz mein Buch lesen. Ich muss hier mal kurz die Musik leiser machen. Das ist ja jetzt sehr dramatisch alles. Typ, typ, typ. Ich trau mich nicht, das Schachfeld da anzuschicken. Okay, in meinem Buch steht einfach nur What have I done? Sehr rot. Und ansonsten ist das eine Liste, die aber sehr schlecht geschrieben ist. Also man kann das kaum lesen. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Ich habe hier ja auch nichts Buchmäßiges. Also ich habe dekomäßig schon ein Buch rumliegen, aber... Also links und rechts sind Symbole, aber ich glaube erstmal nicht, dass das was mit uns zu tun hat. Ich glaube, wir müssen... Hast du noch irgendwas? Ja, bei mir sind jetzt ja auf diesem kleinen Feld auch Dinge erschienen. Okay. Nämlich... Zwei kleine Türme, Steine. Ja. Und so ein. Ich klick's jetzt einfach mal an, ich weiß nicht, ob da was passiert. Ah ja, okay. Also, ich kann quasi von oben auf dieses Feld schauen. Oh, bitte muss ich das jetzt nicht machen. Ich flipp aus. und ich hab einen runden Stein, auf dem sind zwei überkreuzte Schwerter drauf. Okay, ich habe nämlich direkt vor mir. Und der Einzige, der in meine Richtung guckt, also vor mir steht und nach vorne guckt quasi, ist ein Kämpfer, der hat nämlich zwei überkreuzte Schwerter auf seinem Rücken. Und ansonsten sind hier auch verschiedene Steine, auf ein paar sind Kerzen drauf. Diese zwei Türme habe ich links und rechts vor der Tür, wo ich hin will. Und dann sind da noch vier Krieger. Okay, aber jetzt in der ersten Reihe ist nichts, ne? Weil ich würde jetzt einfach mal kurz klicken und schauen, was passiert, wenn ich hier klicke. Wenn der... Oh, er ist eins nach rechts. Okay, also, und jetzt eins nach links, jetzt, ne? Jetzt ist er wieder auf seinen Ursprung, eins nach links. Genau, also ich hab jetzt hier, ist er noch eins nach links. Also ich hab, diesen Krieger kann ich scheinbar steuern. Ja. Was hat der Typ gesagt? Defeat the enemies. Ja, dann würde ich sagen... Muss ich jetzt mit dem die anderen da besiegen, oder was? Genau, ich würde sagen, du läufst jetzt geradeaus auf den eins... Also, hör mir zu, du läufst eins nach links? Ja. Genau, und jetzt lauf mal kurz nicht, aber mein Plan ist es jetzt, dich geradeaus auf den ersten Gegner zuzusteuern, um zu gucken, ob der den platt macht. Wie viel vor mir ist der denn? Weil bei mir liegen nämlich noch Steine im Weg.
Ah, okay. Von mir aus müsstest du jetzt nur zwei Schritte nach vorne und dann stehst du direkt vor ihm. Okay, also nicht auf seinem Feld, sondern vor ihm. Das passt, weil dann bei mir ist quasi links, also bei mir ist links quasi ein Stein und geradeaus ein Stein. Aber dann, ich probiere es jetzt einfach mal. So, jetzt stehe ich vor ihm, richtig? Ja. Soll ich jetzt nochmal noch eins nach vorne und schauen, was passiert? Ja. Du hast den kaputt. Ja, der ist weg. Okay. Okay, cool. Jetzt kann ich nicht nach vorne und nicht nach links. Jetzt ist die komische Musik. Bei mir müsstest du jetzt nur drei nach rechts. Ja. Und jetzt nochmal eins nach vorne. Jetzt hast du den zweiten hier kaputt. Mhm. Warte mal, ich brauche einen besseren Überblick. Mein Sound ist weg, aber. Ich höre dich. Wenn du jetzt noch zwei nach vorne kannst. Ja, dann steht der mit dem Rücken zum Turm, weil ich habe hier einen Turm. Der steht mit dem Rücken zum Turm. Ja, hast du? Ja. So, wenn du jetzt eins nach hinten wieder. Ja. Und wenn du jetzt eins, zwei, drei, vier nach links könntest. Und jetzt eins nach vorne. Geschafft. Aber ich bin jetzt wieder am Anfang. Ach so, oh, jetzt habe ich so einen mit so überkreuzten Schwertern und einem. Warte. Irgendwas unstormed. Keep the weaker. Ich habe leider keinen Ingame-Sound mehr, deswegen habe ich es nicht gehört. Verdammt, und ich habe es nur halb gehört. Chat, habt ihr es gehört? Ich habe verstanden, keep the weaker, also den Schwächeren. Aber auf jeden Fall storm the towers. So, jetzt müsstest du zwei überkreuzte Schwerter vor dem Schild haben. Genau. Ja. Die zwei habe ich quasi und wir müssen auf die Türme zusteuern. Kannst du die unterschiedlich steuern oder müssen die in die gleiche? Ah, das ist der Gag, okay. Also ich habe nur ein so ein Ding. Ja, die bewegen sich beide dahin, wo du sie. Also, die bewegen sich beide eins nach rechts quasi. Aber das Problem ist. Lauf mal eins nach vorne, eins nach rechts. Ja. So. Weil jetzt ich den einen so stehen hatte, dass rechts von ihm ein Stein war und den anderen quasi hab kommen, der konnte nicht nach rechts, der andere ist aber eins weiter rübergekommen. Jetzt sind die quasi eins näher beieinander. Und so müssten sie theoretisch nur noch geradeaus, aber das geht nicht. Auf die Türme zu, weil die müssen gleichzeitig bei den Türmen ankommen. Mhm. Lauf mal eins nach links. Noch eins nach links. Eins nach vorne. Noch eins nach vorne. Ich kann jetzt nur noch eins nach vorne und dann habe ich links und rechts, geradeaus und links von mir einen Stein. Geh mal eins nach rechts. Ja. Eins nach vorne. Ja. Noch eins nach vorne. Ja. Eins nach links. Ja. Eins nach rechts. Ja. Und geradeaus. Ja. Ich habe auch keinen Sarah-Sound mehr. Ja, nice, hat funktioniert. Meine Türen sind offen. My sons attack the gates. Hähnchen, nee. Also ich hab nur. Vielleicht mal die Jacke. Danke. Meine Söhne haben die Tore angegriffen. Meine Tore sind offen. Die Frage ist, kannst du die jetzt immer noch bewegen oder kann ich jetzt einfach laufen? Also ich hab hier noch. Was passiert? Okay, die bewegen sich immer noch. Ich glaube, dass die in die Tore rein müssen, dass wir jetzt noch nicht fertig sind. Okay. Lauf eins nach vorne. Ja. Eins nach links. Ja. Eins nach vorne. Ja. Noch eins. Jetzt kann ich nur noch rechts. Rechts. Nach vorne. Noch nach vorne. Nach links. Nochmal. Jetzt habe ich quer links, also diagonal links von mir einen Stein. Ja, die Frage ist, lauf mal, kannst du nach rechts? Ja. Nochmal? Ja. Nochmal? Ja. Nach vorne? Ja. Nach vorne? Ja. Jetzt stehe ich zwischen den Türmen. Rechts von mir ist der Turm direkt, dann habe ich ein Feld frei und dann links von mir. Kannst du nach links? Eins, ja. Geh mal nach vorne. Nochmal? Nee, jetzt bin ich wieder. Ah, okay. Gut, der eine ist jetzt richtig reingelaufen, die müssen gleichzeitig da ankommen. Okay. Ja. Ja, my son's attack the gates. Okay, gut. Ja, dann müssen wir das jetzt. Wir müssen quasi da ankommen, wo wir gerade ankamen, nur müssen die eins weiter auseinander sein und dann geradeaus laufen können. So. Wenn du das sagst. Lauf mal nach links. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus, nach rechts. Geradeaus, nach rechts. Geradeaus, nach links. Nach links. So, jetzt haben die richtigen Abstand. Geh mal nach rechts. Nach rechts. Geradeaus, geradeaus. Nach links. Geradeaus, geradeaus. Ja. Nice. Oh, ich bin so froh, dass du das machst und nicht ich. Jesus Christ. Victory. Victory. Was? Das. Warte. Wait, this was a trap. My sons, what have I done? Verstanden.
Okay, und da unten ist jetzt auch ein Tor offen. Ich könnte da jetzt runterspringen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Bei mir ist hier so eine Lampe, die Leute. Aber my sons, what have I done? Ich gehe noch mal zu dem Buch, weil der da. Entschuldigung, ist ja, ich habe gerade aus Versehen irgendwo dran gezogen. Wollte ich nicht. ich habe gerade an dem Hebel gezogen. Ich dachte, das wäre eine Lampe. Ist was passiert? Nö. Verzieht. Aber er hat halt dieses What have I done gesagt, deswegen gehe ich noch mal kurz zum Buch. Ich konnte nur einmal an diesem Hebel ziehen. Steht da Caution. Ja, da habe ich habe am Caution-Hebel gezogen, Sarah. Kann ich jetzt auch nicht mehr umlegen. Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe auch einen Hebel. Soll ich auch mal ziehen? Zieh mal. Ist es ein gelber oder ein roter Hebel? Also hat er ein gelbes Licht? Gelb? Ja, gut. Also es macht, glaube ich, einfach keinen Unterschied mehr. Vielleicht hätte man da was resetten können. Ach so. Aber das Ding ist halt, ich muss da jetzt runterspringen. Es ist ein Point of No Return. Warte mal, ich guck mal ganz kurz nochmal, ob hier irgendwie bei mir was aufgegangen ist. Oh, bei mir ist eine Tür aufgegangen, sorry. Die war aber nur so ange... Hallo? Mhm. Ich bin auf einem Balkon. Stimmt, ich hatte noch eine Tür, die ich vorher nicht aufmachen konnte. Warte mal. Okay, ich bin auf einem Balkon und ich habe vor mir jetzt einen Innenhof, würde ich es mal sagen. In dem es aussieht, als wären ganz viele Gullideckel. Ich bin auch da. Was? Also ich habe auch den... Hallo, ich sehe dich. Ich stehe hier oben. Du stehst gerade rechts von mir unten. Andere Richtung. Ja, noch. Schau hoch. Hallo. Hier. Ich sehe dich nicht. Ja, ich sitze auf der Brüstung. Ah, du bist gehüpft. Hallo. Kannst du hüpfen? Nö. Nö. Ah, ich sehe dich. Okay, hallo. Geil. Das bist offenbar du. Ja, hallo. Cool. Ja, gut. Bei mir leuchtet da ein weißes Kreuz in der Mitte. Stell dich da doch mal drauf. Wo leuchtet was? Genau in der Mitte habe ich ein Leucht... Oh. Okay, warte. Keine Panik. Es leuchtet jetzt nämlich woanders ein. Das ist der Moment für Panik. Sarah, ich lotse dich da raus. Vor dir ist eine Öffnung. Dann gehst du durch. Dann gehst du links rum. Ja. Weiter. Einfach die Zeit läuft. Ja, lauf weiter. Da, jetzt wieder links. Weiter. Und bis du dich auf das Ding stellst. Nein, da draufstellen. Ja. Dann gehst du nach links, weiter nach rechts. Entschuldigung. Und jetzt läufst du sehr lang weiter. Einfach weiterlaufen. Ich weiß, wo du hin musst. Dann links, dann wieder rechts. Links? Jetzt wieder links, nein. Da jetzt wieder links und jetzt auf das, ja, weiter. Und, scheiße, da hättest du drauf gemusst, genau. Okay, wir müssen einfach sehr viel schneller sein. Alles klar. Gut. So, also. Weniger erschreckt wie eben. Du läufst durch die Tür, genau. Weiter. Links rum. Auf das Ding, ne? Ja. So, dann wieder zurück. Rechts rum. Schneller. Kannst du rennen? Nee, ne? Ich renn schon. Okay, dann gehst du jetzt wieder um die Ecke, dann wieder rechts rum. Das war rechts? Ja, nein, links. Und jetzt da lang, genau. Ja, perfekt. Oh Gott, jetzt musst du wieder zurück. Ja, da, dann links. Dann rechts. Dann wieder rechts. Dann links. Fuck, da geht's gar nicht weiter. Ich hab dich angelogen. Scheiße. Hä? Warte mal. Okay, Jesus Christ. Ich hab gar nicht gesehen, wo du lang musst, ehrlich gesagt. Ich muss es dann gleich erstmal, bevor ich dich losschicke, in Ruhe nochmal zeigen. Ich hab nicht gesehen, wo du lang kannst. Okay, also nochmal. Also, da wieder durch. Dann wieder da. Hä, warte mal. Oh nee, der hat es sich jetzt geändert? Ja. Okay, scheiße. Ja, dann warte kurz. Sorry. Also. Ah, wenn du stehst, passiert nichts. Ich kann erst gucken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Gut, also du gehst zur Tür raus, dann rechts. Weiter, dann links. Und jetzt wieder rechts rum. Und da drauf stellen. So, stopp. Jetzt gucke ich erstmal. Bleib mal stehen. Warte, noch nicht loslaufen. Nö. Du läufst jetzt den Weg ganz entlang, dann biegst du rechts ab. Und dann biegst du wieder rechts ab. Ganz entlang. Rechts ab. Also jetzt nach rechts, oder was? Da, wo es offen ist, ja. Genau. Weiter. Rechts. Rechts rum. Da drauf, ja. Perfekt. So, stopp. Boah, ich sehe das aber auch schlecht, ob da offen ist. Ich sehe, also wirklich. Mal, da ist offen. Ach du Scheiße. Ach, oh Gott. Okay, hör mir erstmal zu. Du biegst jetzt, du siehst ja, dass rechts offen ist, ne? Jo. Noch nicht gehen. Da gehst du entlang. Gehe ich da jetzt ganz rechts? Nee, links. Ja. Also du biegst geh raus und dann links. Und dann links, genau. Und dann durch die nächste Öffnung. Nee, da ist ja auch zu. Doch, durch die nächste Öffnung gehst du wieder links.
und dann wieder links. Und dann geh jetzt mal weiter. Genau. Weiter. Bis zur nächsten Öffnung. Da gehe ich links. Wieder links. Und dann gehst du rechts. Und dann weiter. Nein, weiter. Links, rechts. Ja, perfekt. Nein, du hast nicht richtig drauf gedacht. Doch, ich dachte, du standst nicht richtig drauf. So, warte mal. Hier lang. Wie soll man das denn in der Zeit? Scheiße. Das hat mich früher in der Schule schon immer fertig gemacht. Ey, das ist richtig lang. Okay, also erst wieder zuhören. Du gehst. Ja. Du kannst ja nur in eine Richtung, ne? Weil hinter dir ist zu. Ja. Da gehst du quasi die ganze Zeit geradeaus. Und dann kannst du einmal links abbiegen. Ja. Und dann biegst du links ab. Und dann biegst du wieder links ab. Also ich gehe so lange geradeaus, genau, bis ich links abbiegen, genau, kann. Und dann biegst du wieder links ab. Also ich biege links ab, dann biege ich wieder links ab. Genau. Und dann biegst du die nächste rechts ab und dann wieder rechts. Dann gehst du geradeaus, ja, dann biegst du wieder rechts ab, dann biegst du links ab. Geradeaus. Und da drauf. Ja, das war so gewollt. Okay. Moment. Da ist offen. Jesus, ey, das erkennt. Vielleicht liegt es auch an meinen Augen, ich weiß es nicht. Ich will hier raus. Ja. Ich will das nicht, nur vor allem, okay, nicht nochmal, also, von vorne. Nee, Alter, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen gucke ich jetzt 5-mal, ob hier nicht noch eine Wand hochgegangen ist. Warte. Okay, also, wenn du aus diesem Ding rausgehst, bleib erstmal stehen. Gehst du links rum? Ja. Bis du wieder links kannst, dann gehst du wieder links rum. Mhm. Und dann lohnt sich dich weiter. Also ich laufe links, los. Links. Genau, links. Wenn ich links kann, gehe ich links. Genau. Wieder links. Jetzt die nächste rechts. Ja. Links, falsch, scheiße. Entschuldigung. Links, weiter. Ich schaffe es noch. Und jetzt die nächste rechts, rein. Tschüss. Oh, du bist runtergefallen. Ja, aber wir haben es geschafft. Got it. Ich hab's gesehen. Keine drin links nicht gehört, und rechts, aber da war das got it. So, meine Jacke verstellt die ganze Zeit meinen Ton. Das ist ja kacke, ey. Ich bin in einem kleinen Kerker mit Särgen, mit Blutabdrücken dran, die mir gar keine Angst machen. Und unter mir ist Lava und ich stehe auf einem. Warte, ich kann wieder. Wie ist das denn? Oh, bei mir ist auch was aufgegangen. Wie heißt das? Ich glaube, die Lava könnte hochkommen. Och, nee. Also, ich bin in einem Raum, in dem ich nichts machen kann, außer ich habe zweimal. Also, ich kann noch durch die Kerkertür gucken. Da ist gerade eine Tür zugegangen. Bist du gerade durch eine Tür gelaufen? Nee, ja. Also, aber nicht gerade, sondern vor 40 Sekunden. Okay, die Lava kommt hoch. Bei mir sind zweimal, also links sind übereinander drei Zahnräder, auf denen Runen drauf sind und das leuchtet. Ich sehe dich. Hallo, Hilfe, hol mich hier raus. Ja, okay, also ich habe hier so ein Rad mit Runen drauf. Ja, ich auch. Bei mir leuchtet ein Pfeil drüber. Achso, das Rad mit Runen, ist da oben drüber ein Symbol? Nee. Bei mir ist drüber ein Symbol, das ist ein Dreieck. Mit der Spitze nach oben und ein Kreis jetzt drin. Vor dem, wo stehst du? Vor dem rechten oder linken? Von mir aus links. Hier, was ist da drin? Entschuldigung. Oben drüber hängt. Ja. Ein Dreieck mit einem Kreis drin? Ja. Aber ist das Dreieck auf der Seite? Liegt's auf der Seite? Nee, du kannst da dran, du drehst gerade an meinen. Genau, ja, das ist unser. Sarah, das gehört uns zusammen. Okay, ja, weil das rechte kann ich nämlich nicht. Ach so, warte mal, guck mal. Ist da jetzt. Ach so, hä? Ich kann, glaub, gar nichts drehen. Also, ich kann's drehen. Ah, okay, ja. Hier liegt okay, du musst quasi, ich glaube, die drei Symbole müssen das Dreieck mit dem Kreis ergeben, wenn ich es richtig. Oder macht das Sinn? Ich habe aber leider nicht auf jedem. Ich habe nur auf dem oberen Dreieck mit dem Kreis. Warte, ich schick's dir mal rüber. Ja, schick mal. Da. Das da? Nee, dreh mal weiter. 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 Da ist bei mir kein Dreieck. Ach so, kein geschlossenes Dreieck? Oder? Bei mir ist gar kein Dreieck drauf. Hä? Was sieht man? Also, weil bei mir ist jetzt ein Dreieck, das ist unten offen mit einem Kreis. Ist bei mir jetzt quasi ganz oben auf diesem Rad. Was ist bei dir auf dem Rad? Bei mir auf dem oberen Rad ist ein X und da sind Kreise, also wie eine Dartscheibe, die durchgestrichen ist. Hä? So, warte mal, stirbst du jetzt gleich? Ja, mehr oder minder gleich. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal, ob hier irgendwie noch was ist bei mir. Sorry, ich muss kurz 20 Türen, die alle zu sind. Okay. Also bei mir leuchtet halt der Pfeil, also auf deiner Seite sehen das einfach nur diese drei Zahnräder, genau, richtig? Genau. Und bei mir ist da drüber ein
eine Tafel, da drauf ist ein Dreieck mit einem Kreis drin. Ist das Dreieck unten zu jetzt nochmal? Nee, es ist ein Dreieck, das zu ist. Oben ist eine die Spitze ist nach oben. Ja. Vielleicht musst du irgendwas finden mit diesem Symbol. Das habe ich jetzt bei mir oben. Okay, aber vielleicht musst du irgendwas mit dem Symbol finden, damit du eine Kombination findest, die wir hier eingeben müssen oder so. Irgendwo in dem Raum. Yes. Ja, das habe ich gerade geguckt. Aber was ändert sich bei dir? Ändert sich jetzt auch was, ne? Ja. Das raff ich nicht. Also ich habe jetzt, oben... Habe ich das... Ist bei dir in den Büchern oder so? Was ist denn bei dir auf der anderen Seite oben? Vielleicht muss ich auch erst bei oben Auf der anderen Seite ist keine Tafel drüber. Da sind nur diese Symbole. Oh nee, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwie blind bin und nicht... Also ich habe ein Buch, aber das kann ich nicht anklicken. Und da sehe ich auch nichts. Hey, die Musik macht mich wahnsinnig. Ist hier irgendwie was, was ich nicht sehe? Bin ich irgendwie blind? Bin ich blind? Bei dir ist aber auch nichts anderes, ne? Nee, ich kann vor allem nichts anklicken. Nee, ich auch nicht. Aber bei mir zeigt halt dieser leuchtende Pfeil auf dieses Dreieck mit dem Kreis drin. Ja, das habe ich jetzt bei mir... Irgendwie kann ich hier... Sorry, ich gucke jetzt nur gerade, ob ich hier irgendwie noch... Weil hier liegen auch Bücher rum, die kann ich aber alle auch nicht anklicken. Bin ich irgendwie blind? Scheiße, also ich habe jetzt oben halt das Dreieck mit dem Kreis auf, aber da ist ja ein Ding. Hä? Ist hier was auf dem Boden? Doch, wir haben Chat an Aktor 20. Hallo. Mach du weiter, such Hilfe. Ja, aber ich kann hier drin nichts tun. Ich kann nur an dem Rad drehen. Ist das irgendein Rätsel, das ich nicht check, weil ich... Check ich das nicht? Wieso check ich das nicht? Okay, habe ich irgendwas? Okay. Ergibt das irgendwie Sinn bei dir, die Sachen, die ich drehe? Nee. Naja, ich sehe halt verschiedene Sachen, ja. Aber das Rechte kann, also das Rechte kannst du auch drehen, daran kann es auch nicht liegen. Naja. Weißt du, ich dachte auch, man kann aus den Dreien quasi dieses Dreieck mit dem Pfeil machen. Oben. Warte, ich kann. Aber wir haben oben halt nur. Wir haben oben halt Sachen. Also in der ersten Reihe, an dem oberen Ding, sind Sachen, die grundsätzlich was mit einem Kreis zu tun haben, in verschiedenen Formen. In der Mitte sind. Eher Vierecke und unten sind eher Sechsecke. Siehst du, bei mir ist es ganz anders. Bei mir sind oben immer Dreiecke mit einem Kreis. Okay, in der Mitte ist immer ein Kreis mit einem Strich und unten sind Vierecke mit einem Strich. Okay, aber kannst du irgendwie dieses Dreieck mit dem Kreis drin irgendwie darstellen mit deinen Sachen, so bei dir einstellen? Ich hab's aber ja schon fertig. Wie? Aber bei mir gibt's doch die ganze Zeit. Ja, aber ganz oben habe ich ein Rad, auf dem ist ein Dreieck mit einem Kreis drin. Okay. Du meinst jetzt quasi, ob ich oben einfach nur ein leeres Dreieck habe, eine leere Spitze. Ich habe ein Dreieck, also unten quasi der untere Teil fehlt, das habe ich schon. Aber ich habe keinen, das ergibt keinen Sinn. Ich habe halt unten Vierecke. Ja, Vierecke brauchen wir nicht. Hast du ein durchgestrichenes Viereck oder so? Ja, ich habe, Vierecke mit Strichen habe ich verschiedene. Ich habe ein Viereck mit einem Kreuz drin, ein Viereck mit einem Viereck drin. Eine Raute mit einer halben Raute drin, eine Raute mit einem Strich drin, ein durchgestrichenes Viereck. Dann habe ich in der Mitte einen Kreis mit einem Strich drin, einen Kreis mit einem Fernstrich drin, einen Kreis mit einem Kreuz drin. Ah, okay. Ja, ich habe in den Chat geguckt. Der Chat hat es weitergeholfen. Okay. Stell mal bei dir oben das Dreieck mit dem Kreis ein. Ja. Okay, hast du auf deinem zweiten Rad einen Kreis, aus dem vier Striche rausgehen, nach links, nach rechts, nach unten und unten links? Also und was dann insgesamt sechs Dornen hat, quasi? Nee, vier Dornen. Also es ist eigentlich. Okay, hast du auf deinem untersten einen ein Viereck, das also das ist quasi so Diamantstellung, das nach oben. Eine Raute? Eine Raute und dann ist wie bei einem Drachen noch so ein Pluszeichen durch. Ja. Nee. Ich habe eine Raute mit zwei parallelen Streifen. Dann habe ich eine Raute mit einem offenen Viereck, sag ich mal, da fehlt eine Wand. Und ich habe eine Raute mit einem geraden Strich von links nach rechts. Shit. Und sonst habe ich nur ein Viereck mit einem Strich, mit einem... ich bin gleich hier tot. Hier putzelt's ein bisschen. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur eine Raute mit einem... Aber ich check, und wie bist du jetzt auf den Kreis? Naja, weil ich dir quasi... Ich geb dir oben das Dreieck mit dem Kreis, dann stellst du es ein, ich bin tot. Hilfe!
Hä, was? Ich hab's nicht gecheckt. Naja, der Tipp, Sarah Barbecue endlich mal liebt. Und Matthias ist auch da. Ja, danke schön. Einmal tief durchatmen würde helfen. Dieser Tipp hat noch kein Mensch geholfen auf der Welt. Genau wie beruhigt dich. Nein, Quatsch. Also, die Sache ist die quasi. Ja. Ich gebe dir das erste Symbol, ja. Du stellst es bei dir ein. Ja. Das, was dann bei mir ist, ist dein zweites. Das, was, wenn das eingestellt bei mir ist, ist dein drittes. Ja, wie soll man denn darauf kommen, wenn man nicht beide Bildschirme sieht? Das ist Kommunikation. Okay, dann machen wir das nochmal. Danke, lieber Chat. Vielen Dank. Das wäre sonst nee, nicht noch alles nochmal von nee. Vorne. Keine Sorge, wir spielen nur quasi ab. Das wäre ja sonst hier noch ein bisschen länger Aber gegangen. Wir haben ein anderes Symbol. Ja. Wieder bei demselben, ne? Wieder auf der einen Seite, ja. Genau, wieder auf derselben Seite, aber wir haben das Ganze nur um 180 Grad nach unten. Also die Pfeilspitze vom Dreieck geht nach unten quasi. Die Spitze vom Dreieck. Ja, hab ich. Okay, dann hast du jetzt wie beim Wählen einen Kreis mit einem X durch. Ja, das habe ich schon. Einen großen? Einen kleinen Kreis und das X geht über den Kreis hinaus. Nee, es ist ein großer Kreis und das X passt nur in den Kreis rein. Ja. Okay, dann hast du jetzt ein Viereck in der Mitte und links und rechts sind zwei Pfeile. Der linke zeigt nach unten, der rechte zeigt nach oben. Das ist mit sehr viel Fantasie, aber nur ein Pfeil. Es ja, ist also... Denkiger. Ja, gut, hab ja. ich. Andere Seite. Unten ist jetzt ein Parallelogramm. Hieß das nicht bist so? Bist jetzt auf der anderen Seite, Janne? Naja, ich hab das letzte hier noch unten, aber ja, du darfst... Hey, ich hab nur drei. Ja, ja, du musst rüber und da das einstellen, was ich dir jetzt noch sage. Oben oder unten? Ich würde oben anfangen. Ja, gut. Da ist ein... Ach Gott, wie heißt er? Trapez? Trapez, danke, Chat. Mit einem geraden Strich? Ne, ein Trapez, aber die kürzere Seite vom Trapez ist quasi oben. Ja. Und dann ist ein großes X durch. Aber nicht drüber, sondern nur drin. Nee, drüber. Drüber raus. Ganz raus, 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 raus. Ja, hab ich. So, jetzt bin ich auch drüben. Jetzt haben wir auch ein Viereck. Das hilft dir nicht, wenn ich das... Das ist quasi eine Tür mit einer kleineren Tür drin. Beziehungsweise es ist zweimal dasselbe Symbol. Und das Kleine ist aber auf der rechten Seite. Ja. Ja, gut. Und jetzt haben wir ein Viereck und drum einen Kreis, als hätte man ihn mit so einem Malerpinsel gezeichnet, weil der ist unten. Danke. Hallo! Hallo! Na, wie geht's? Ja, war knapp, wa? Willst du hier mal rein? Nee, danke. Hier geht's lang. Hallo. Ah, so sieht es bei dir aus. Ey, aber jetzt mal im Ernst, wie soll man denn darauf kommen? Naja, bei mir war bei dem Rechten natürlich unten kein Symbol mehr. Also, das hat schon Sinn gut. nur. Wollen wir weiter oder wolltest du dich hier noch ein bisschen... Hast du mal probiert, ob man hier noch weiter kann? Da kam ich rein. Okay. Und die Tür ist aber halt aufgegangen. Macht jetzt, das Spiel macht doch gar keinen Sinn mehr, wenn wir... Fisch. Ah, du bist ja hinter mir! Ja, Entschuldigung. Ich bin erschrocken, ich dachte, du bist schon durch. Ja, weiter. Das Spiel macht doch gar keinen Sinn, wenn da ist schon wieder Lava. Wenn müssen wir jetzt jemanden opfern, wenn wir jetzt schon beide dasselbe sehen. Diesmal opfer ich mich. Achso, das ist ein Rad. Oh Gott, ich dachte, das ist ein Männchen. Diesmal opfer ich mich, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt. Am Schluss bin ich gestorben. Voller Spoiler. Achso. Spoilerwarnung. Guck mal, das ist wieder... Sarah, weißt du, wie das heißt, dieses Ding? Spoiler? Nein, dieses, was wir hier sehen. Wie würdest du es nennen? Sag doch mal, wie du es nennen würdest. Zimmers Lenkrad. Tja, Leute, wenn ihr diese Insider verstehen wollt, dann müsst ihr die anderen Folgen auch anschauen. Nein, nur weil ihr das wisst, habt ihr nicht viel... Also, das ist nicht das es war kein schlimmer Spoiler an diesem Let's Play gewesen. Tatsächlich. Aber ja, Ey, ich wette mit dir, es kann hier wieder... Geh du da mal auf den... Oh, ich kann was drehen, glaube ich. Oder ja, dreht sich das von alleine? Nee, das ist eine Zeit. Da, hast du das gerade schon aufgezogen? Nö. Okay, aber es tickt, glaube ich, runter. Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Fahrstuhl. Ja, und wir haben einen Hebel. Hier geht's weiter. Nee, das ist kein Hebel. Doch, also, aber hier ist wieder so ein Symbol wie in der, wie auf der Treppe damals. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Soll ich mich mal hier draufstellen? Ja. Hier sind auch, hier ist, kommst du mal hier her, bitte. Bin da. Ja, okay, das war das war nur so semi-gut. Ich glaube, ich war zu schwer. Ja gut, das machen wir einfach normal, würde ich sagen. Der Boden war Lava. Scheiße. Okay.
Das war nicht. Stell du dich mal drauf. Lösung. Ich will nicht. Ja, dann bin ich wieder schwerer oder so. Das geht nee, auch, ich will auch mal gucken, ob ich hier drehen kann. Stell dich da mal drauf. Ich stehe schon. Aber passiert was? Ich drehe. Ich. Passiert was? Mm-mm. Aber ich habe den Knopf gedrückt. Warte, ich muss nicht. Wieder was? Ah, ich fahre nach oben. Ja, ich drehe hier dran auch. Tschüss. Ach, tschüss. Wahrscheinlich kommt jetzt von oben Lava. Ah, du bist. Nein! Wenn das schon wieder das Ende vom Spiel ist, dann gesagt. Bin ich schon wieder weg. Nein, 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 nein! Aber ich rette dich doch in die Sicherheit. Ja, aber das. Aber dann. Aber. Mm. Ich bin's. Das letzte Mal durfte ich gehen. Jetzt darfst du gehen. Ich drehe hier weiter. Oh. Aber hier habe ich noch Knöpfe. Also, vielleicht kann ich dich. Fährst du noch ich weiter? Hab's wieder zugemacht. Fährst du noch weiter? Also, ich drehe hier jetzt nämlich alles weiter an dem Rad. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Nee, aber das Ding ist, ich bin jetzt. Also. Ich bin jetzt oben und da ist auch, glaube ich, die Tür zur Freiheit, aber davor ist ein Tor runtergegangen. Soll ich mal gucken, ob ich hier jetzt unten den Knopf drücken kann, den du... Ah ja, der leuchtet bei mir jetzt. Ich drück den jetzt mal. Warte. Ich kann ihn... Oh, hier sind noch Runen. Ich kann den nicht drücken. Es leuchtet jetzt... Ja, Ruti fand, keine Sorge, es ist vielleicht auch noch nicht das Ende vom Spiel. Ich hab ihn gedrückt. Ist was passiert? Nee. Warte, warte, bleib mal, bist du drin im Aufzug? Was? Aufzug? Geh mal in den Aufzug. Ja. Ja? Ja, jetzt bin ich drin. Oh, der geht nach oben. Ja! Ah, oh, zum Glück. Können wir etwa beide hier raus? Kommen wir etwa beide hier raus? We were here too? Was? Vielleicht hätten wir auch beim anderen rausgekonnt. Und das nee, ich glaube, das erste war schon darauf ausgelegt. Hallo! Hallo, komm schnell da raus. So, das Tor war gerade noch offen, dann ist es runtergefallen. Und ich habe diese schöne Maschine hier gefunden. Drück doch mal den Hebel. Hier kommt jetzt komische Musik, aber... Das war nicht das Rätsels Lösung. Kann man hier irgendwo drücken noch? Naja, irgendwas müssen ja die Runen schon hier aussagen, oder nicht? Muss ich da jetzt nochmal in den Raum zurück und die irgendwie einstellen oder so vielleicht? Hast du da Runen gefunden gehabt? Nee, in den anderen Raum, in dem wir vorher waren. Das sind doch die Symbole, die auf den Rädern waren. Stimmt. Sind das genau die... Hier irgendwie? Ach, das ist einfach nur der Fahrstuhlknopf. Ja, ja, ich hab dich mit dem Fahrstuhlknopf mal wieder hochgeholt. Soll ich noch mal? Ich fahr noch mal runter. Oh. Tschüssi. Ich will nicht, dass du gehst. Tschüss. Nee, irgendwie fahr ich nicht runter. Hallo? Ah, doch. Ciao. Tschüss. Und guck mal, ob ich in den Raum reingehen kann, in dem wir gerade eben waren. Ah, weil hier leuchten ja auch... Also, vielleicht sind ja ein paar Sachen schon richtig eingestellt, weil hier leuchten ja schon... Ja. Sie juckt. Oh, aber es sieht zu aus. Scheiße. Sandman hat gerade eingeschaltet und ist verwirrt. Ja, das sind wir auch, aber aus anderen Gründen. Wir spielen We Were Here Too, den zweiten Teil von einem kooperativen Rätselspiel, in dem Feline andere Dinge sieht als ich. Ihr seht beide Bildschirme, wir allerdings nicht und wir müssen drüber reden, was der andere sieht. Ich kann nicht in den anderen Raum. Plot Twist, Feline fährt ein Stockwerk zu tief. Nein! Ich kann leider nicht mehr in den Raum zurück, denn die Tür ist zu. Mhm. Hä? Hätten wir uns das merken müssen? Das wäre ja aber, das wäre ja richtig arschlochmäßig. Weil hier kannst du ja nichts einstellen. Komm mal wieder zu dir hoch, ne? Ja, kommen Sie mal wieder. Vielleicht muss ich jetzt nach unten fahren und mich opfern. Das ist nicht Portal 2 in Koop für Arme. Das ist was, ist einfach ein anderes Spiel. Hä, das ist ein mega gutes Spiel. Nichts geht über Portal 2, aber das ist auch sehr gut. Also wäre schön, wenn man diese Fahrstuhlfahrt überspringen könnte. Fleisch auf dem Schreibkooperative ist ja okay, aber ihr macht ja ein Cosplay vom anderen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also so ähnlich sehen wir uns wirklich nicht. Ja, wir sind beide blau. Jon fragt, ob wir einen Tipp wollen. Noch nicht. Nein, Moment. Moment. Aber danke. Ey, irgendwann, ich fahr vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was habe ich denn mit diesem Rad gemacht? Ich dachte ja, ich hätte dich mit diesem Rad hochgeschickt, aber scheinbar hat man sich ja mit diesem Knopf hier hochgeschickt. Also macht das Rad vielleicht was anderes. Ich drehe jetzt nochmal am Rad. Hahaha, verstehst du? Mega Witz. Dreh du mal am Rad. Ich drehe mal richtig am Rad. Aber das Ding ist, ich kann ja hier wirklich nichts machen. Wir müssen es ja irgendwo anders einstellen können quasi. So. Ich drehe jetzt am Rad und du sagst, was passiert. Moment. Ich drehe am Rad. Passiert was? Nein. Geil. Vielleicht habe ich mit dem Rad das Tor gerade geöffnet. Nein, das wäre lustig, aber... Nein, also mein Tor. So. Nein, ach so, das ist ja auch kein Tor, sondern... Oh, guck mal! Komm mal wieder... Also... Was?
Nee, sag doch erstmal, was ist, bevor ich jetzt nochmal. Du kannst vielleicht noch höher fahren, weil wenn ich, der Fahrstuhlschacht ist gerade leer, aber wenn ich hochgucke, noch ein Stockwerk weiter oben, da blinkt noch ein Hebel oder so. Soll ich jetzt nochmal. Weil noch höher als da, wo ich gerade stehe, waren wir ja noch nicht, ne? Ich klicke jetzt mal hier weiter, vielleicht kann man, muss man das aufziehen? Ja, quasi? Vielleicht, dass du einfach noch höher kommst. Okay, ich drehe jetzt mal hier, bis es nicht mehr geht. Nee, keine Sorge, ist nicht live. Nee, wir würden sowas nicht live spielen. Dann würde man hier. Wer würde sich denn live hier reinsetzen und keine Ahnung haben davon, wie es weitergeht? Und ein Rätsel. Okay, Alter, ich drehe jetzt hier keine 20 Minuten mehr dran. Nee, komm jetzt. Ha. Drück jetzt nach oben und schau ob gleich, ob ich dann noch mehr. Na, ey, ich glaube, dass es nach oben noch weitergeht irgendwie. Okay, wir sind aber, haben festgestellt, dass wir zu schwer sind, wenn wir beide in diesem Fahrstuhl stehen. Korrekt. Soll ich jetzt nochmal weiterfahren dann? Drück dann gleich nochmal. Oder musst du draußen nochmal auf das? Nee, ich drücke jetzt. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Drück mal auf den Knopf nach oben nochmal oder so. Nein, es fährt wieder runter. Oh, nö. Nee, ich bleib jetzt hier stehen. Ich kann nicht nach oben. Oh. Hä? Ah, das war dumm. Vielleicht stirbst du jetzt. Hast du mich nach unten gedrückt? Nee, ich habe mich auf den Aufzug gestellt. Kannst du rausrennen, ja, wenn wir unten sind? Ja. Bin raus gerade. Okay, kannst du jetzt nochmal... Nee, steckst du jetzt fest oder nein, was? Nein, mega gut. Also ich habe jetzt einen Raum gefunden mit einem Hebel. What? Ich habe mal den Hebel gedrückt. Fahr mich mal hoch. Da muss ich aber einsteigen, glaube ich. Ja. Ich steig sicher. Oh Gott, doch, es fährt hoch. Hä, wieso fährt? Ja, weil ich runtergesprungen bin. Ich gehe raus. Entschuldigung. Ja, auf der anderen Seite sind quasi, es gibt ganz oben, wir müssen es hinkriegen, hochzukommen und ich muss oben, oder einer von uns muss auf dem Fahrstuhl oben drauf sein, weil quasi, weil dann noch, wir noch eine Etage höher sind. Verstehst du, was ich meine? Ah, okay, weil hier und ich glaube, wir müssen einfach alle Hebel, die wir finden, drücken. Okay, weil ich kann hier halt den Fahrstuhl nicht nach oben schicken. Ich kann den hier nur nach unten rufen. Also müssen wir, aber oben konnte man nach oben schicken, ne? Ja. Was macht man denn in diesem scheiß Rad? Naja, jetzt vielleicht den Aufzug wiederholen? Nee, den kann ich doch einfach hier holen, indem ich hier nach unten drücke. Dieses Rad verwirrt mich sowieso. Ich check das Rad überhaupt nicht. Weil es so komisch wackelt auch. Ich raff's nicht. Kommt der, naja, hol mal den Aufzug wieder. Ich hab auf den Knopf gedrückt. Das dauert. Kann man. Okay, egal. Ja, willst du erstmal nach oben fahren? Weil ein Stockwerk weiter oben war ja ein Knopf nach oben, oder? Ja, gleich. Fahr du jetzt erstmal hoch, dann fahr ich hoch. So, den haben wir. Sind da seitwärts noch welche? Nee. Nee, 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 nee. Okay. Soll ich meine, warte mal. Ich meine, jetzt ist ein Licht mehr an. Ja, du hast doch auch einen Hebel gedrückt, oder? Ja, richtig. So. Okay, wir müssen es quasi schaffen. Warte mal, wie kriegen wir das denn hin? Soll ich jetzt zu dir kommen, weil du noch ein Dings... Ach nee, hä? Scheiße. Ja, das Problem ist halt... Du musst ja noch weiter hoch. Eins weiter hoch. Noch eins weiter hoch, oder? Ja, aber es müssen ja... Dadurch, dass das ja nur geht, wenn du in dem Fahrstuhl auf den Knopf drückst, kann ich ja nicht oben draufstehen, weil wir dann zu schwer sind. Aber kann ich nicht auf den Knopf nach oben drücken und dann schnell raushüpfen? Wenn du das schaffst? Ja. Das wäre natürlich mega nice. Wir studieren, würde ich mal sagen. Dann hole ich den jetzt erstmal runter. Ja, yep. Ich habe den Knopf gedrückt. Okay. Kann ich dir weiterhelfen? Nee. Also ich hüpfe mal. Achso, ja. Nee, ich warte. Genau, du versuchst einfach. Und ich renn rein, drück den Knopf und geh da raus, okay? Mhm. Okay. Oh Gott. Nix ist hier live von gestern. Lüge. Live, live. Ich hab gedrückt und bin raus. Hast du es geschafft? Hä, hey, ja, natürlich habe ich es geschafft. Ja, aber fährt der Aufzug auch hoch? Ja, er fährt wieder hoch. Ja, mega. Dann springe ich gleich drauf und dann habe ich theoretisch, fällt mir jetzt kein weiterer Hebel erstmal ein. Es war gar nicht so schwer, wie wir dachten. Was? Oh Gott. Licht an, Licht... Oh. Der schreckt mich doch bitte nicht so.
Okay, ich habe den Musik. Hebel gedrückt. Kannst du mich runterlassen? Na klaro. Moment. Hier oben ist nämlich auch nichts mehr. Okay, wir haben jetzt, noch einen mehr an. Fehlt halt noch einer. Da fehlen halt noch 6 Lichter. Nee, Alter, das ist nicht dein Ernst. Doch, komm halt mal hoch. Darfst dir gerne angucken. Oh, nö, was ist das? Oh, ey, diese scheiß Fahrt dauert doch immer so ewig. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall, also hier nach oben im Aufzugsschacht waren keine Hebel mehr. Ich habe mich umgeguckt. Irgendwas, ey, müssen wir mit dem Rad vielleicht irgendwas umstellen und dann gehen andere Türen auf? Also mit dem Schiffsdings? Kann sein. Lenkrad. Hallo. Hallo, guck mal. Auf der rechten Seite ist jetzt jeweils ein neues Licht angegangen, wenn ich einen Hebel gedrückt habe. Und der Hebel, also siehst du jetzt gerade nicht, aber der ist da oben. Ich kann ja mal runterfahren und gucken. Also irgendwas muss ja dieses scheiß Rad machen. Das ist da ja nicht... Ups. Ich hol ihn wieder hoch. Oh nee, muss ich jetzt warten. Okay, ich muss warten, bis er wieder oben ist. Ja, falsch an. Doch nicht. Ich hol dich hier mal runter. Ja, ich hol dich wieder hoch. Ja, du kommst jetzt halt. Den haben wir gedrückt. Ach so, oh. Ich hab... Ach so, ja, nee, du musstest mich hochholen, weil ich komme ja nicht raus, wenn ich nicht immer auf Zug stehe. Ach ja, Der Chat überlegt, wie lange sie uns da jetzt schmoren lassen. Ach komm, ihr habt jetzt schon wieder alle gecheckt, oder was? 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 Ich hab's gelesen im Chat, aber das finde ich keine befriedigende Antwort. Hä? Was? Hä? Ich komme jetzt gar nicht mehr raus. Drück mal noch mal. Ich hab dich, ich kann nicht, ich kann... Was, wo soll ich... Nach unten oder so. Ach so, ja, warte, Moment. Hüpf raus, bitte, sonst sterbe ich. Ah, ich kann nicht. Okay, dann hüpf ich raus. Ich bin zu spät. Hä? Wieso fahre ich denn jetzt so lang? Warte, ich bin rausgehüpft. Okay, Sarah, was sehen wir nicht? Soll ich dich jetzt wieder hochschicken? Was soll ich machen? Also... Der Chat hat gerade überlegt, es gab ja in den Rätseln vorher schon solche Hebel. Wenn wir quasi alle Hebel im kompletten Spiel gedrückt hätten, hätten wir beide rausgekonnt. Nee. Und jetzt kriegen wir nur noch einen raus. Aber dafür fehlt uns ein Hebel mindestens. Hä, aber das ist ja dumm. Wir kommen hier nirgendwo raus. Das wäre ja richtig dumm. Hä, habe ich hier irgendwie was über... Naja, ein Hebel fehlt uns noch scheinbar. Ja klar, aber... Kannst du den Aufzug nach oben schicken, ohne dass du drin bist? Ja, ich gehe. Also, weil ich komme hier, also es gibt jetzt... Erwin ist dafür. Also ich bin dafür, dass Sarah zurückbleibt. Nein, ey, ich habe Sarah das letzte Mal aus Versehen, also ich habe nicht richtig nachgedacht und bin gegangen und dann... Jesus. Ah, da bist du, warum bist du da? Da ist jemand Drittes. Was, das bin ich? Da ist jemand. Was, das bin doch ich. Also... Da bist du im Aufzug. Hilfe dir! Jesus! Alter, erschreck mich schon nicht so! Entschuldigung! Oh mein Gott, ey! Ich dachte, du bist Geist! Sag mal! Okay, es war doch zu viel Cola. Ja, ja, mir geht's gut. Hallo. Guck mal, man kommt hier ja nirgendwo raus. Dann haben wir nur dieses Scheißding, da passiert gar nichts. Passiert hier was? Drück ich das falsch? Ich drück E und ich drück linke Maustaste. Es passiert nichts. Ja, ja, es ging mir auch schon so. Weniger Alk, bitte. Leute, ihr wollt nicht wissen, wie das ist, wenn wir trinken. Das ist nicht dann so. So was würden wir nicht tun. Ja, passiert jetzt hier was? Nee. Aber es kann ja nicht, also... Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mehr Hebel. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt befriedigend, aber... Du warst doch auch oben, als ich dieses Rad gedreht habe und das ist nichts passiert. Ja, korrekt. Willst du bitte trotzdem nochmal hochfahren? Ist da unten vielleicht noch ein Hebel, kurz bevor man stirbt oder so? Willst du vielleicht trotzdem nochmal hochfahren und ich drehe hier einfach dumm weiter an diesem komischen Rad? Sag mal, man dreht auch mit der linken Maustaste oder mit E. Ich bin nicht bescheuert, ne? Es gibt nur diese zwei Optionen. Nein, es gibt nur diese zwei Optionen. Gut.
Aber was passiert, wenn du das loslässt? Gar nichts. Also es wackelt die ganze Zeit so komisch. Wir können eigentlich an dem Ding... Nee, ich check's halt nicht. Und wir kommen auch nicht zurück. Nee, da ist zu. Und also das würde ja Sinn ergeben, dieses, wenn alle Hebel gedrückt sind, kommen beide raus. Und ja. Aber ich habe ja diesen einen Hebel, habe ich ja auch aus, habe ich ja gedrückt und habe gesagt, ups, ich habe einen Hebel gedrückt. Yes. Da kannst du bitte da, kannst du das vielleicht lassen? Ich hole jetzt erstmal den Aufzug wieder runter. Ja, okay. Na, ich habe überlegt, ob quasi da unten noch ein Hebel ist, wenn du kurz bevor du stirbst quasi das so ganz runterfahren musst. Und dass einer sich dann wieder opfert. Ja, aber das mit diesem, das Rad irritiert mich halt wirklich, weil das halt auch diesen Interaktionsding hat. Ja, aber es passiert halt nichts. Ja, ich weiß. Wer fährt hoch? Mir ist es eigentlich egal. Du warst jetzt die ganze Zeit oben, geh du halt mal hoch. Und ich drehe dann halt nochmal am Rad. Wow. Mega Gag. Der war so gut, den mache ich gleich zweimal. Sorry. Alles gut. Gibt's gerade eigentlich einen. Habe ich was verpasst? Gibt's einen Poll, wer von uns überleben soll? Sag mal, Leute. Natürlich. Das ist auch gar nicht das Problem. Also das Problem ist, dass wir noch gar nicht hier raus sind. Nee, Sarah, das Rad hängt die ganze Zeit und erst wenn ich es klicke, dreht es sich nach links. Also irgendwas... Wer soll alleine entkommen? Was ist? Ey, gebt euch ein Ey, mein Name ist auch viel schwieriger zu schreiben als Sarah. Was ist das für ein Beschiss? Feline kann keiner richtig schreiben. Macht okay. Nächstes Mal vielleicht Philly oder so. Das Problem ist, so. Wir kommen hier eh nicht raus, weil ich nicht weiß, wo der letzte dumme Hebel ist. Passiert was. Ich drehe am Rad. Ich drehe jetzt einfach das restliche Spiel am Rad. Ist mir jetzt egal. Nein, es passiert nichts, wenn du an dem dummen Rad drehst. Ach so, doch. Alter, Sarah. Das Tor geht hoch. Verarsch mich doch nicht, das ist nicht dein Scheiß ernst, oder? Doch, das Tor geht hoch. Ich kann raus. Nee, es passiert überhaupt nichts, wenn du am Rad drehst. Das passiert gar nichts, wirklich. Ich schaue hier die ganze Zeit und nichts passiert. Halt mal gedrückt. Ja, es fährt hoch. Ich weiß es nicht. Geh jetzt bitte raus, sonst erschlage ich dich. Nein. Naja, aber wer hat... Also, ich kann auch runtergehen, dann kannst du dieses Mal gehen. Hä, nee, Ort. Ich bin doch... Das letzte Mal bin ich doch gegangen und du zurückgeblieben. Ja, aber ich hab's schon auch nicht verdient. Hau jetzt ab. Waren das deine letzten Worte? Ja, geh jetzt. Wirklich? Aber Feline, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich kann das Rad nicht weiter drehen. Du kannst mich doch nicht einfach so vor die Tür setzen. Doch, genau, das kann ich. Bitte geh jetzt. Das sind deine letzten Worte. Ja. Wirklich. Wenn ich jetzt gehe, ne? Wenn ja, ich jetzt gehe, dann war es das. Was soll ich denn sonst zu dir sagen? Ja. Ja, ich mach jetzt erstmal eine Party mit meinen Freunden hier. Okay, hau ja, dann gehe ich. Ja, jetzt ist es zu. Willst du mich jetzt verarschen? Ich klicke die ganze Zeit auf diese Scheiße. Du musst drauf gedrückt halten. Also ich gehe jetzt wirklich. Sarah. Ich gehe jetzt wirklich. Soll ich dich raustragen oder brauchst du noch Hilfe oder was? Das war's. Hä? Ach so, nee, du gehst. Ja, jetzt dreh dich doch nicht so theatralisch um. Bitte geh doch jetzt. Ja, wie bin ich jetzt da hochgekommen? Jetzt tut sie so, als würde sie was ausmachen. Peinlich. Das ist wirklich traurig. Du trampelst wie ein Trampeltier, wenn du das weißt. Das hat dich schon immer gestört an mir. Ja. Oh, für die letzten Worte geht's auf. Wir haben's geschafft! Ich hätte nicht gedacht, dass wir durchkommen. Ich auch nicht. Das ist jetzt ja Berlin. Wir haben noch 40 Minuten. Scheiße. Liebe Regie, wie wär's denn, wenn wir eine kurze Werbepause gehen und dann gucken wir mal ganz schnell, was wir danach machen. Also, ja. Bis gleich. Also ich gehe jetzt natürlich, weil ich bin ein bisschen beleidigt. Herzlich willkommen zurück aus dieser Werbepause, in der wir versucht haben, uns zu sammeln.
und eine Lösung zu finden für das, was wir jetzt mit euch machen. Wir wissen es nicht. Also, unsere Lösung ist, dass wir keine Lösung haben. Ja, aber wie so oft in unserem Leben. Ja, machen wir dann trotzdem irgendwas. Wir machen einfach so, wir haben jetzt kein Spiel, das wir spielen können, weil wir gedacht haben, dass wir auf keinen Fall das jetzt durchspielen. Wir waren zu gut. Das würde ich einfach mal kurz. Ja, wir waren einfach viel zu gut, hat man vor allem im letzten Level gemerkt, wie gut wir waren, dass wir eigentlich alles fertig hatten und nur am Rad drehen mussten. Das Problem ist, dass wir natürlich jetzt mega gerne Barbies zauberhafte Pferdewelt spielen würden. Ja, wir haben das alles gerade schon durchexerziert, aber wir haben kein Laufwerk. Es war leider kein Laufwerk da drin. Ja, also wir Nein, schickt uns bitte kein Laufwerk. Wir kriegen eins organisiert bis zum nächsten Mal, aber nicht jetzt so schnell. Ja, die Laptops haben alle kein Laufwerk, deswegen können wir nicht mit einer CD-ROM spielen. Wir haben uns nicht drum gekümmert, den dritten Teil zu kaufen, weil wir sehr sicher waren, dass wir das nicht durchspielen. Loser. Wir haben sogar recherchiert, wie lang dieser Teil ist, und wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir das jetzt schaffen. Ja, und jetzt sitzen wir hier, Leute, mit euch und haben kein Spiel zu spielen. Das ist richtig gut, weil wir denken, dass es auch, dass ihr nichts Dringenderes wollt, als uns beim Labern zuschauen, weil das ist ja eigentlich der Traum von jedem, glaube ich. Sowieso. So. Among Us, das wäre ein Fest tatsächlich, aber wir kriegen jetzt, also zu zweit brauchst du Among Us auch nicht spielen. Nee. Ja, genau. Leider, leider. Mein Chat kennt alles keine CD-ROM mehr. Ja, das heißt CD-ROM, kann ich ja nichts dafür. Ich habe mir das ja hier nicht ausgedacht, dass das so heißt. Okay. Weißt du, was wir machen könnten? Oh nee, jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob wir das, wir könnten Scribble.io spielen. Kennst du das? Wir spielen Scribble.io. Mega Idee. Geil. Das ist mir jetzt egal. Lass doch einfach Montagsmaler am Rechner spielen. Falls ihr schon mal Fragen, falls ihr jemals Fragen an uns hattet, könntet, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, an dem wir offen sind und alles. George McCrade möchte wissen, wie es uns so geht. Oh, das ist eine nette Frage. Ja. Ich dachte, jetzt kommen andere Sachen. Nö. Also mir geht's sowieso schneller. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Sarah? So, jetzt habe ich den Chat auch groß vor mir offen. Mir geht's sehr, sehr gut. Mir geht's gerade wirklich, wirklich gut. So, ich will. Es war kein Sarkasmus. Zum Abwechslung mal. Ich hatte ein schönes Wochenende. Heute ist Dienstag. Scheiße, wie kann ich dich ja jetzt nochmal einladen? Wie lade ich dich da jetzt ein? Muss dir irgendwie den Link schicken? Du musst mir den Link schicken. Aber wie schicke ich den Link? Da unten ist ein Link. Danke, Sarah, das habe ich verstanden. Aber wie kommt der Link zu dir? Das ist meine Frage an dich. Ich habe dieses Spiel schon einmal gespielt. Wie kann ich dich einladen? Ohne dass ich hier ich überlege auch gerade, ich bin ja nirgends hier eingeloggt. Ja. You don't say. Ja, machen wir. Entschuldigung. So. Welcher bist du? Sag mal. Ich bin die. Hier. Jetzt darfst du ja wieder rüber gucken. Ja, aber wo bist du? Bist nicht mit mir befreundet? Ach doch, da bist du. Doch, die Bohnen sind doch alle. Entschuldigung. Bitteschön. Dankeschön. Wie viele Runden machen wir? Mach mal 10. Jo. Bist du bereit? Bist du nicht? Ich will es doch nur aufmachen. Warte, warte, warte. Ja, kein Stress. So. Bereit? Tutorial mit Sarah, da ist ein Link. Korrekt. So, ich muss ja erst noch hier Ja. Ich brauche die richtige Farbe. Das ist der Content, den ihr sehen wollt. So, jetzt habe ich einen Mustache. So. Das ist halt. So. Wer malt als erstes? Ich. Oh, scheiße. Das wird gar kein Problem. ihr habt mich nämlich noch nicht malen sehen. Ach so, jetzt darf ich. Ja, jetzt. So. Ich sehe vorne ja nicht. Siehst du was? Ja, ich sehe. Ja, ein Strich. So. Das? Was? Das geht schon wieder richtig. Der Rutsch. Was ist das denn? Eine Rutsche in der Schüssel? Nein. Okay. Rand. Ah. Kommst du drauf? Nee. Ihr dürft im Chat gerne mitmachen. Doch. Jawohl. Oh Gott, ich habe das wirklich geraten. Ich fasse es nicht. Ja, das war doch gar nicht so schwer. Das ist halt nicht schwer. Das siehst du. Alter, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay. Ach so, ihr seht ja den.
Ja, die Regie, warum muss quasi, die Regie müsste jedes Mal hin und her schalten. Sarah, du musst da hingucken. Ja, ja, ich guck schon. Die Regie müsste jeweils mal hin und her schalten, damit der Chat nicht. Wir machen das noch viel smarter. Wir setzen euch einfach drauf. Ah. Hallo, schau mal hin. Hallo, Paul. Ja, ja. Hä, warum ist Paul da? Weiß ich nicht, aber er grüßt seine Mama. Bitte. Hallo, schau doch, was ich da gemalt habe. Wie haben wir denn, wer hat denn jetzt den Link gesehen? Ich weiß es nicht. Naja, du hast. Ach so, Fingernägel. Schau doch hier, was ist das? Ja, ja. Ist das eine Nagelfeile? Ja, gib's doch einfach mal ein. Hä, warum geht das nicht? Doch, du hast das Word gegessen. Nee. Hä? Desert guessed the Word. Ach, warum bin ich denn Desert? Aber ja. Okay. Vielleicht muss Paul jetzt malen. Ja, vielleicht muss einfach Paul jetzt malen. Ja, Paul! Sehr schön. Ich frage mich, ob das unser Paul ist oder ob das irgendein Paul ist. Herzlich willkommen bei Rocket Beans TV, Paul. Das ist eine Hand. Finger. Ein. Hä? Was? Ach so. Erstes Wort. Hey, wieso können denn hier dauernd Leute joinen? Was haben wir falsch gemacht? Finger. Alter, hier join jetzt. Was? Ich check's nicht. Leute, wenn ihr jetzt alle joint, dann. Hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unseren Link im Ding haben. Finger, Bett. Ach so. Ja. Komm, wir machen noch mal. Ich check's nicht. Ich check. Ich bin auch gerade. Ah! Was? Nee. Hä? Ach so, der Link steht oben. Stimmt. Hallo und herzlich willkommen. Das ist das Internet. So funktioniert das Internet. Fingerpuppe? Alter, Paul, da hättest du dir jetzt aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Oh. Wo ist denn das eine Puppe? Ja. Ja. Solange sich alle benehmen, können sie mitspielen. So, jetzt. Ja, jetzt sind wir ja eh drin. Malst du jetzt? Ja, ich mal gerade. Also wenn man das. So. Was ist das denn? Was? Hat etwa schon jemand geraten? Ups. Ich check's nicht. Was ist das für ein. Oh. Jesus Christ. Ups, das wollte ich nicht. Was ist das für ein. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, alle das. Wieso wisst ihr das? Tja. Vielleicht sind die alle ein bisschen. Wie bitte? Jetzt ja, kannst du dieses so Grün wieder wegmachen, vielleicht. Ja. Okay, ich glaube, wir machen einfach eine neue Runde auf. Feline, was ist das? Blaubeeren. Wachsen die an einem Baum? An einem Busch. Es war ein Busch. Es war ein kleiner Baum. Ein deutlicher Baum. Du bist dran. Ja, ich weiß nicht mal. Ich mach's sehr einfach. Oh. Hey, Leute. Ich hab's. Oh, ah, das oh, ich finde das aber schön, dass ihr alle jetzt da seid, ehrlich gesagt. Ja, aber ihr müsst ein bisschen besser raten, weil es ist sehr eindeutig zu erkennen, was es ist. Das stimmt überhaupt nicht. Es sieht einfach aus wie eine Hake. Nee. Doch. Es haben ja auch schon Leute geraten, also so schwierig ist es wohl scheinbar nicht. Ich finde, du könntest ja auch einen Fleißpunkt verdienen, indem du mit Farben malst. Nicht in der Waldorfschule oder was? So. Hadouken 92, bitte, mal ein, mal was Ordentliches. Sonst müssen wir das hier beenden. Okay, es sind nur vier Buchstaben. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch, er hat zwei Beine. Wer soll alleine entkommen aus diesem Let's Play? Was soll das denn sein? Es
Es hat vor allem nur vier Buchstaben. Hä? Hände? Ah! Nee. Hä? Was? Familie, was heißt was? Ah! Nee. Das habt ihr ja schon angegeben. Ja, eben. Hä? Hä? Okay, Etienne hat's richtig geraten. Oh. Was? Naja, Geldbeutel, aber es ist halt viel zu lang. Dose. Du, G, Go. Ey, ich bin richtig dumm, was ist ein G? G, hä? Ich verstehe, es fehlen noch zwei Buchstaben und ich weiß nicht, wie das ist. Ja, es ist halt wirklich so. Ah! Okay, wow, ich bin richtig dumm. Ist das super einfach? Ich hab's. Na, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber es ist gut gemalt. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es male, aber es war sehr, sehr gut. Mega gut. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, Zuma ist dran. Da bin ich mal gespannt. Los, Zuma. Among Us. Es ist eine Dose. Es ist... Was? Eine Banane. Was? Das ist ein P. Ich verstehe es nicht. Der Airconditioner ist gegangen, falls es jetzt irgendwie ein bisschen warm wird. Oh nein, es wird zu warm im November. Hä? Du darfst gerne noch was dazu malen. Im. Ja, das muss da rein. Das hilft mir nicht, aber. Okay. Nee. Ah. Nee. Was soll das? Gerade überlegt, dass Papierabfall ist oder so. Ja. Mit einem ah. B. Haha, ich hab's. Nee, jetzt geht jetzt das mit Marke? Ich's. Ja, doch. Ist es. Okay, ich wusste nicht, dass es. Das, ja, okay. Ja, ich wusste auch nicht, dass es gilt, dass es das gibt, aber es gibt. Aber wieso hat Andi es geraten und es hat nicht gezählt? Das weiß ich auch nicht. Andi, du musst nochmal raten. Das hat nämlich gestimmt. Ich wusste nicht, dass das geht, dass das mit Marke ist. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Die Raketenbohne, die wollte auch schnell dabei sein. Fast richtig geschrieben. Naja, das sag ich. Desert. Ja. Das ist wie mein alter Ego. Desert? Oh, Andi, das tut mir leid. Aua, oh, mein Schulter hat geknackt. Hä? Oh. Sehr gut gemalt. Sehr gut gemalt. Ja, ja, aber ich check's nicht. Also, denk. Nee, ich gebe dir überhaupt keinen Tipp, du bist mein Gegner. Naja, es ist doch was zu essen, oder nicht? Richtig. Es ist knusprig. Vielleicht. Ja, aber doch nicht mit drei, vier Buchstaben. Doch. Hä? Ich hab Rap, aber Tortilla ist viel zu lang. Nein, du denkst etwas ja, zu. Jetzt hab ich's. Aber nur weil John es in den Chat geschrieben hat. Hey, du kannst. Na, naja, in den Ingame-Chat. Ja, ja. Dafür kann ich nichts. Da muss ich hingucken. Ja, 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 ja. Okay, weiter geht's. Los, Rumpel. Jetzt hab ich mega Hunger, ey. Toll, jetzt hab ich wieder Hunger. Ich hab noch eine Schokoriegel in meiner Tasche. Ja, das stimmt, John. Es tut mir leid. Was? Nee. Oh, gar nicht mal schlecht gemalt. Also es war voll gut gemalt. Das, also mir fehlen da ein paar andere Körperteile grundsätzlich. Aber ansonsten. Also das finde ich echt gut. Gar nicht schlecht, ja. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so gemalt. Zuma denkt zu abstrakt. Zuma muss ein bisschen. Nee, wir klicken nicht Rumpel. Warum sollen wir denn Rumpel kicken? Nee, nee. Wird niemand gekickt, der. Nee. Niemand, der sich anständig verhält, wird gekickt. Liebesmuscheln. So. Ja, so haben meine Bilder früher auch immer angefangen. Ja. Okay. Okay, hier wird geschrien. Hier wird geschrien, aber das ist normal. Das sieht aus wie. Hä, warum wisst ihr das denn alle? Alter, ist es. Ich.
Jesus Christ, okay. Ha, ich hab's auch richtig geschrieben. Gott sei Dank. Der Chat. Wie schreibt man A? Photosynthese, B? Photosynthese, C? Photosynthese oder D? Photosynthese. Photosynthese. Okay. Achso, wir haben es übrigens gespoilert. Das ist Photosynthese. Es ist einfach nur, der Gag ist einfach nur, wie man es richtig in den Chat schreibt. Ganz genau. Es wäre wie mit Cappuccino. Ja, das ist das einzige Rätsel hier. Okay. So. Ja, Spoiler, 5 Sekunden vor Schluss. Ist kein Spoiler. Pflanzen. Wenn ihr 5 Sekunden vor Schluss noch nicht angefangen habt, Photosynthese zu schreiben, wird das eh nichts mehr. Pflanze zu Strom fand ich auch sehr schön. Blaubeere. Ist es wirklich wieder die Blaubeere? Nein, nee. Oder? Es kommt doch nicht zweimal hintereinander. Oh. Oh, Nein. Scheiße. Hä? Ich dachte. Ach so. Hä? Ach so, oh. Hä? Nee, das ist es nicht, hab ich auch schon. Ja! Was? Hab's. Das hatte ich, schon mal beim Montagsmaler. Jetzt musst du es natürlich wissen. Ich hab's. Ja, wir müssen dringend mal Montagsmaler zusammen spielen. Gucken. Aber gut. Ich hab immer so Respekt davor, wenn Leuten dann so eine super kreative Idee einfällt, das zu malen. Und ich denke dann immer so, okay, so hätte ich es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Aber naja. Ich war da einmal mit Trant. Und Trant kann einfach nicht nur einen Vogel malen, der malt ja eine Taube und du erkennst die Taube aus dem Vogel raus. Kann Trant so gut malen, oder was? Trant kann richtig krass malen. Scheiße. Ich kann überhaupt nicht malen. Oh, Andi. Weltkugel gibt's nicht, weil eins Scheibe. Natürlich. So. Pikachu. Falsche Farbe. Ist das wirklich Pikachu? Alter, das ist nicht wirklich Pikachu. Das war ein Gag. Nein, das ist nicht Pikachu. Nein. Das ist aber eine böse Katze. Ja, eine Jesus. Oh. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Achso, ich dachte, sie weint, aber jetzt, ich glaube, sie Nein, das sind böse Augen. Ja. Aber mit einem N? Was ist das für ein Tier? Schreibt mal Panda nicht mehr. Was? Geschenk. Geschenkkatze? Ah! Es macht voll Sinn! Scheiße, voll das war gut. Richtig gut! Richtig gut! Sorry, das war gut gemalt, aber ja, aber ich war voll bei der Katze. Oh, das war richtig gut gemalt, tut mir leid. Das war richtig gut. Nee, Andi, das war, naja. Wann sind wir eigentlich mal wieder dran? Sind wir nur noch warten, oder? Aber ey, du bist Zweite, übrigens. Warum? Wer ist eigentlich dran? Paul. Paul, du musst jetzt schon liefern. Nee, wir sind nicht wieder dran. Nee, ihr seid nie wieder dran, steht Ach so, ich hab verstanden. Och. Hat sich's aufgehängt? Oh, das wäre traurig. Nö. Nee. Weiß. Kann irgendjemand von euch. Wer ist denn dran? Sieht man das nicht? Paul ist dran. Aber Paul malt nicht. Paul ist wieder da. Ja, Paul, du musst schon ein bisschen aufpassen, wenn du hier mitspielen willst. Du kannst dich einfach hier. kannst dich einfach hier in den Stream kommen und dich dann, keine Ahnung, aufs Klo gehen, der Postbote hat geklingelt. Das sind alles keine legitimen Ausreden hierfür. Das ist schon, was ist das? Das sind wir. Also, das ist der Partyfuchs. Partyfuchs. Ja, guck doch, das sind doch wir. Was? Hä? Captain Keule will direkt Paul rausschmeißen. Nein! Nee, hä? Warum schreibe ich schon wieder nicht? Oh, ich hab's richtig geraten. Oh, ich kann nicht mehr tippen. Du hast richtig. Ja, aber bei mir. Ja, was? jetzt hat sich's. Also, du bist endlich dran. Oh Gott, das will ich nicht malen, nichts davon. Ach so, ihr seht's nicht. Nein. Ich seh's nicht. Also ich hab auf den Bildschirm geschaut. Ja, die anderen können jetzt sehr voll können ja die ganze Zeit schon bescheißen. Ja, wow. Raketenbohne. Wow, Raketenbohne. Das ist, also wenn du bescheißt, dann bescheiß doch bitte nicht so offensichtlich. Ich mal das jetzt nicht. Darf es dir schmecken, Paul. Schön, dass du dabei warst. Tschüssi. Tschüss, Paul. Ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich malt. Ja, das sieht man. Hier ist. Was?
Okay, Sarah, tut mir leid, ich hab. Es hätte funktionieren können. Nicht schauen. Hast du geschaut? Nein. Ich hab hochgeguckt. Hallo? Ja, ich hätte noch einen Käse malen können und eine Maus. Das mal ich nicht. Achso, weil es eine Figur ist. So. Achtung. Ja. Mega gut gemalt. Also weiß ich auch nicht. Voll gut. Warum hat dein Fisch eine Nase? Das ist der Mund. Also. Das sieht aus, als hätte er eine richtig große Nase. Nein, guck mal, das ist hier. Das ist auf jeden Fall ein Unendlichkeit. Oh, da ist ein Mund. Hä? Da sind die Blubberblasen raus. Hier ist noch eine Flosse. Meine Blasen. So. Ohrenarzt. Dort, hier wird direkt mit roten behauptet, Ohren man hätte das viel einfacher malen können. Kein so hübscher. Ja, Kapitän Keule, mal du erstmal einen schöneren Fisch, okay? Ja. Das ist hier eine Drucksituation. Es geht ja auch um Geschwindigkeit. Nicht um. Wir wollen hier liefern, okay? Ja. So. Das ist ein. Ey, wenn ich mich nicht 20 Mal. Okay, es ist. Was? Es ist offensichtlich. Es ist Kali. Ha, ich hab's. Was? Ich check's überhaupt nicht. Hallo, kann ich dir helfen? Mir? Wir können keiner mehr. Wie das? Ich weiß den originalen Wort nicht mehr. Ach so, wie heißt denn dieses? Jesus. Ja, genau, sehr gut. Das Ding sehr ist, gut, ich wollte. Sehr gut. Das Ding ist, ich wollte den Namen hinschreiben und hab dann gesehen, nee, das sind ja keine zwei Wörter. Nee. Ich wollte Karl Klammer schreiben. Karl Klammer. Karl Klammer. Ich kam gerade nicht mehr drauf. Ich hab, man konnte dann auch früher auch irgendwann dann das ändern, ne? Mhm. Ich hatte dann so eine Katze, glaube ich, und einen Hund gab's, glaube ich, auch. Ich glaub, so, du warst Kapitän Cole, jetzt mal erstmal was Schöneres, bevor du über meinen Fisch lachst. Schon wieder Blaubeere. Das ist ein großes P. P. Keine Buchstaben übrigens. Du kannst jetzt aber das Wort nicht schreiben. Das ist jetzt zu lang. Oh. Hm. Doch nicht. Bitcoin. Sehr gut. Ah, doch, ja. Hast du in den Chat geschaut und dir die Lösung jetzt geklaut, Sarah? Nein. Doch, hast du. Du hast in den Chat geschaut. Du bist so ein Schwein, ey. Du bist so ein Schwein. Ja, aber es war nicht mit Absicht. Nee, ich schaue auch. Ah, nein, ich hab hochgeguckt. Herr Lehrer, ich habe aus Versehen alles beim Nachbarn abgeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nur mal kurz geguckt. Nein, ich wollte eigentlich. Ich wollte wirklich nicht nachgucken. Aber also eigentlich wollte ich nicht in den Chat gucken, aber dann habe ich vorne in den Chat geschaut. Weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Schummel-Sarah. Ja, ist echt wieder so. Erwin, der wollte auch, dass ich da in dem Kerker bleibe. Ja, hättest du auch verdient gehabt. Sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Ja, aber also ich verstehe auch nicht, warum man da jetzt Marken malen muss. Und vor allem sind die echt schwierig zu malen, wenn man nicht das Logo malen soll, wenn da Buchstaben drin sind. Also ja. Schon gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist eine Tür, das ist eine Katze. Oh, das sieht ja süß aus. Das ist voll süß. Was auch immer es ist. Oh. Hä? Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Wie heißt das? Es ist nicht Gehege. Nein, der Typ. So. Ha, danke, Sarah. Danke. Jetzt hilf mir doch. Das heißt, das ist mega gut gemacht. Ja, ich weiß, das ist voll gut. Ja, danke, dass du mir den Tipp gegeben hast. Ha, so. Mann, wie heißt denn der von Benjamin Blümchen? Karl. Ja, mein Kopf ist kaputt. Karl. Zoo-Mitarbeiter. Nee, Zoo ist richtig. Zoo-Pfleger. Danke. Sehr gut. Tierwärter ist fast richtig. Ja, gut. Sehr gut, Riketenbohne. Herr Durken hat es auch geschafft und alle anderen auch schon, fast alle. Aber ist auch ein schwieriges Wort, aber mega richtig gut gemalt. Ich habe gerade vergessen, wer es war. Ohne Scheiße, warte es nochmal. Warte, ich guck. John. Sehr gut gemalt, John. Und jetzt kommt Hadoken. Hadoken! Oh, es sind zwei Wörter. Stimmt, es sind zwei Worte. Wörter. Na, es ist zu kurz. Olivenmann. Ich wollte Peter Pan, aber das hat nur fast gepasst. Ach ja, der andere, Peter Pan.
Der andere? Achso. Ja, der andere Peter Pan. Auch schon wieder mega gut gemalt. Halt was auch. Ist denn los? Warum seid ihr denn alle so viel besser mit Maus und Tastatur? Gott sei Dank sind noch andere Leute eingestiegen, sonst wäre es jetzt richtig peinlich geworden, wenn wir beide nur gemalt hätten. Ich finde das auch voll schön gerade. Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als hätte er einen Olivenhut auf. Ja. Ich dachte, es wird ein Cocktail vielleicht. Das ist Antipasti-Man. Mm. Oh, jetzt habe ich Lust auf Antipasti. Oh, ich habe mega Hunger. Jetzt habe ich Lust auf Antipasti. Oh, schade, Etienne. Aber fast. Captain Keule hat mal Peter Pan als schizophrenen Robin Hood geschauspielert. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das zustande kam. Alles klar. Aber okay. Carlson vom Dach und Wilhelm Tell. Wilhelm Tell ist auch ein guter. Ich habe mal Wilhelm Tell gespielt. Wieso hat denn immer jeder was gespielt? Weiß ich nicht. Bin irgendwo. Ich habe mal. Im falschen Klassenraum abgebogen. Im Krippenspiel habe ich mal gespielt. Was ist das denn? Das könnte einiges sein noch. Ja. Ich glaube auch, wir kriegen die Runde leider nicht fertig. Nee. Hat er eine Locke oder hat er. Nee, es sind Augen. Augen. Tippen. Ich weiß nicht, was das links sein soll, es tut mir leid. Was ist das links? Backofen. Er schäumt blau vor Wut. Nee, er ist blau. Besoffen. Jetzt hat er. Jesus! Holy! Jetzt hat er grüne jetzt Augen. Ist er jetzt, aber es ist immer noch Pommesarm? Hä? Ist es eine Weltkugel mit einem Blitz? Oder ist nee, das nee, nee, es ist schon ein Mensch, würde ich sagen. Oder ist es was vollkommen anderes? Ich check's überhaupt nicht. Ah! Sag mal, dein nicht dein Ernst, nee. Oder? Ich dachte kurz, das wäre Backpapier. Nee, hä? Nee. Wow. Oh, das war sogar gut. Also, es macht Sinn. Das ist ein Monitor. Scheiße. Ei. Sorry. Entschuldigung. Ja, gut. Naja. Aber mal das Internet. Ja, ohne Scheiß. Ich hätte ein Ad-Zeichen gemalt. Und euch dann raten lassen. Das ist ein sehr langes Wort. Ich nicht. Ich habe mich schon wieder verschrieben. Yes! Ich habe mich aber 5-mal vertippt. Ja, ich auch. Sehr gut. Ich finde es gut, dass er noch Hände kriegt, ja. Und Finger. Vielleicht kriegt er auch noch Beine. Oder kriegt ein hübsches. Kriegt er noch Beine? Ein hübsches Gesicht. Ja, erst kriegt er ein Gesicht. Oh. Er ist glücklich, dass er mitspielt. Er kriegt noch. Er kriegt noch ein Pfeil. Oh. Und was? Das. Oh. Huch. Was passiert jetzt? Ich habe Angst vor dem, was jetzt gleich passiert. Nein, auf. Sehr gut. Sehr gut. So, Rumpel. Rumpel. Nein, das wollte ich auch eingeben. Ist aber falsch. What? Ach so, oh. Gib zwei. Hä? Und Etienne hat's. Oh, what? Hä? What? Schau jetzt ja nicht im Chat. Sarah? Nein, natürlich nicht. Was? Ich weiß leider nicht, was das zweite sein Hallo, soll. Hallo, Pustekuchen wäre voll gut gewesen. Mega gut, aber es ist nicht aber Pustekuchen. Es ist kein Kuchen. Hä, wieso checkt das jeder? Ich check nicht, was das zweite ist. Wind. Luft. Orange. Das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es... Luftzwirbel. Ah, Windbeutel. Ah, sorry, ich habe Beutel auch einfach nicht erkannt. Jeder, der es checkt, schaut im Chat. Ja, sehe ich auch so. Ach, Kacke. Das habe ich nicht als Beutel gesehen. Also auch jetzt nicht mehr. Ernsthaft? Ernsthaft? Aber er kriegt auch Hände, guck. Ja. Er hat halt eine größere Hand. Ja,
Sehr gut. Auch ein nettes Gesicht. Finde ich schön. Haare. Wilde Haare. Was Neues. Ja. Und Beine. Es ist aber eine Schlaghose. Die ist jetzt wieder in. Ja. Sehr gut. Okay. Ich finde es auch gut, dass einfach bei Familienober so die maximale Anzahl an Zeichen erreicht war. Aber das war dann auch egal. Ja, so wie bei Raketenbohne. Das ist alles zu lang. Ja. Alter, Etienne, ey. Ah. Hä? Ich bin dumm. Ich check's überhaupt nicht. Hast du in den Chat geschaut oder hast du es Nein, ich hab's gewusst. Ich glaub dir jetzt eh nichts mehr. Ich check nicht, was es ist. Ach so. Nee. Ach so! Oh Gott, Alter. Ja, okay. Schon verstanden. Voll gut. Ich war verwirrt, weil ich dachte, es ist ein Naturprodukt. Grün war gemein, genau. Fand ich nämlich auch. Wäre es nicht grün gewesen, wäre ich auch schneller drauf gekommen. Hat Andi in grün geschrieben. Ja. Naja, kann man nichts machen. Bitte, bitte. Andi ist dran. Ich will jetzt nicht wieder was mit Essen. Ja, wir gehen ja gleich was essen. Ja, ich hab mega Hunger. Wir holen dir gleich was. Und? Es ist. Ah. Ah, Mann, ich dachte, es war so sinnvoll. Es wäre voll cool gewesen, weil das sah aus wie eine Sonnenbrille. Das haben die Leute auch schon geschrieben. Hau den Lukas? Was soll das sein? Hä? Ne, sind Eier. Was sind. Aber was ist das? Eierdings für den Kühlschrank. Eierbecher ist auch nicht. Eigelb. Eigelb-Trenner. Was? Also es liegt jetzt gerade wirklich nicht an dir. Also Eigelb. Ich glaube, ich habe das Wort einfach noch nicht. Eigelb. Oh. Oh nein. Es ist wirklich das Wort. Gibt es dieses Eier? Wort? Karton. Was? Familienober? Was? Eigelb? Eigelbkarton? Eigelb. Trenn. Schachtel. Boah, aber gut gemalt. Oh, ich bin dran. Auf Schachtel bin ich nicht gekommen, tut mir leid. Alter Eierschachtel. Jetzt rät's wieder jeder außer mir, weil jeder geschaut hat. Das hat keiner gesehen. Naja. Ich habe gerade hochgeguckt, die waren gerade bei dir, okay, die Regie. Perfekt. Und wer hat nochmal vorgeschlagen, dass ich hier malen soll? Okay. Gut. Danke, so. Lieber Chat. Jetzt kann ich noch einmal. Jeez, okay. Ja, das ist das letzte Wort. Es tut uns leid, dass wir das nicht zu Ende spielen können. Okay. Aber ich bin ja auch gerade erst. Das ist was ein Zufall, dass die Sendezeit leider gleich vorbei ist. Super einfach, weil ich mega gut malen kann. Hä? Ich verliere jetzt gerade noch. Ja, da muss man sich ein bisschen in der Tierwelt auskennen. Oder einfach diese zwei Wörter, die ich gemalt habe, eingeben. Ohne Fragezeichen. Ja, hab's. Hadouken. Aber ich bin auch spät dran. Hadouken, du musst ohne Fragezeichen eingeben. Dann ist es richtig. Eine Würfel. Leute, eine Würfelqualle. Kennt ihr etwa keine Würfelquallen? Die ist mir heute schon zweimal begegnet. Würfelquallen sind sehr gefährlich. Ich finde aber auch deine Qualle sehr süß. Ja, meine Qualle ist nicht gefährlich. Wie fändet. Ja. Gut. Damit bedanken wir uns in erster Linie bei der Regie, bei dem Chat, bei der Community, bei Andi, Familienober, Etienne, Rumpel, Raketenbohne, Zuma, Hadoken92, John, Captain Keule, Servus und noch jemandem, der gerade schon gelieft ist, dass ihr alle dabei wart und dieses Let's Play mit uns zu Ende gebracht habt und wie ich finde. Und betonen vielleicht ganz kurz, wer dieses Spiel gewonnen hat. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das bin. Ich würde es auch erwähnen, wenn Sarah's gewesen wäre, aber ich habe gewonnen. Es war sehr schön. Danke, dass ihr das noch zu einem echt, echt coolen Moment gemacht habt. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, danke. Ja, hat Spaß gemacht. Hat Sorry, dass Spaß es jetzt dann ein bisschen wirrwarr. Das nächste Mal sind wir besser vorbereitet und dann nehmen den dritten Teil mit oder Wendys Pferdeabenteuer. Ja,
Genau, sagt doch mal im Forum oder in den Kommentaren von diesem VOD Bescheid, auf was ihr Bock habt. Sollen wir den dritten Teil von We Were Here noch spielen? Wollt ihr was aus dieser wundervollen Kiste sehen, was wir, die ich jetzt nicht nochmal hochhebe, weil es geht jetzt gleich weiter mit fantastischem Programm. Wir sind raus für heute. Es hat mir mit dir auch mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr fantastisch. Und jetzt gehe ich was. Ah, viel zu viel Liebe.